Willkommen zum Journeys Podcast. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Alexander Faubel und regelmäßig bekommt ihr hier inspirierende Menschen und Stories präsentiert, die euch dabei helfen können, euer eigenes Potenzial zu erkennen. Im Dialog beschäftigen wir uns mit der Frage, welchen Einfluss Psychedelics auf dem Weg zur Selbsterkenntnis und inneren Heilung spielen. Wir teilen Erfahrungen und stellen sowohl traditionelle als auch moderne Mental Health Tools vor, die dich auf deinem Weg begleiten können, das Leben zu führen, wonach sich dein Herz sehnt. Und nun wünsche ich dir eine wunderbare Zeit, wertvolle Impulse and let the journey begin. Dieser Podcast behandelt Thematiken, die das Thema Drogen berühren können. Dieses Format dient rein der Aufklärung und stellt keine Aufforderung zum Drogenkonsum dar. Außerdem ist der Konsum und/oder der Handel von Drogen strafbar. Dieser Podcast ist nicht für Personen unter 18 Jahren geeignet. Sei verantwortungsbewusst und informiere dich. Mein heutiger Gast ist in der deutschen Psychedelic-Szene kein unbekannter Name mehr. Und zwar hatte ich das Vergnügen, mit Anne Filippi zu sprechen. Anne ist Gründerin des The New Health Club, einer Lifestyle-Plattform für Psychedelika, mit der sie das Ziel verfolgt, ein neues Paradigma für mentale Gesundheit zu präsentieren. Und sie teilt über ihre Plattform nun Geschichten, Forschungsergebnisse und Interviews mit dem Who is Who aus der Szene zu Fragen wie LSD, Magic Mushrooms, MDMA und Co. eingesetzt werden können, um zu mehr Selbstoptimierung und Wohlbefinden im eigenen Leben zu kommen. Und wie immer wollte ich zunächst gerne über Annes persönliche Erfahrungen im Umgang mit Psychedelics hören, die in ihrem Fall erst sehr spät im eigenen Leben auftraten. Und zwar erst vor 2 Jahren durch einen von einem Psychologen begleiteten LSD-Trip. Und sie erklärt, wieso diese Erfahrung für sie lebensverändernd war und damit auch der Kickoff für die Gründung ihrer Firma und weitere persönliche psychedelische Erfahrungen. Unter anderem hatte sie die Möglichkeit, Anfang 2020 in einem Retreat in den Niederlanden eine hohe Dosis Magic Truffles zu erleben. Und in den folgenden Monaten danach in Berlin legal eine 6-wöchige Ketamin-Psychotherapie zu durchlaufen, um die Dinge, die ihr auf der Journey präsentiert wurden, zu integrieren und zu verarbeiten. Und neben all ihren persönlichen Einsichten sprechen wir aber auch über die generelle Bewegung dieser psychedelischen Renaissance, in der wir uns gerade befinden, und wie eine Zukunft, in der die Nutzung von Psychedelika als Normalität gelten, aussehen könnte. Laut Anne bedarf es nämlich einer neuen Art der Berichterstattung zum Thema und ein komplett neuer Umgang der Sprache zu diesen Tools, um zur Entstigmatisierung beizutragen. Wie passend also, dass er hier die Chance hatte, mit einer Journalistin zu diskutieren, die selbst vor einigen Jahren noch gänzlich anders hierzu dachte und darüber sprach. Viel Spaß beim Zuhören der Journey von Anne und ich freue mich, wenn ihr eine positive Bewertung da lasst und den Podcast mit Freunden teilt. Bis zur nächsten Woche und auch dieses Mal der Reminder, to be yourself. Mir geht es immer so, je mehr Gespräche ich führe mit Menschen, desto mehr, wie du gerade sagtest, verbinden sich die Dots nachher und das eine führt zum anderen und man kann nie ausreden über das Thema. Es ist so viel und so spannend und es gibt so viel zu scheren. Deswegen, sage ich mal, fangen wir heute mal an mit dem ersten und dann gucken wir mal, wann es uns zum nächsten bringt in deiner eigenen Journey. Aber ich hatte es ja gerade schon gesagt, der Titel von dem Podcast nennt sich Journeys und ich habe den Subtitle gewählt mit Die Reise zu dir selbst und ich habe lange überlegt, warum. Und wie nenne ich denn das Podcast-Format? Und das hat für mich so am meisten getroffen von dem, was ich rüberbringen möchte in dem Format. Und das ist in erster Linie auch ein Stück weit Aufklärungsarbeit für Menschen, die, wie du und ich, vielleicht vor x Jahren mit dem Thema Psychedelics oder ich sag mal generell bewusstseinserweiternde Substanzen überhaupt nichts zu tun hatten. Die allermeisten, die haben vielleicht mal Bezug gehabt zu Cannabis. Alkohol kennt jeder in irgendeiner Art und Weise, meistens auch exzessiv. Ja, und da hat man überhaupt kein Thema mit, ist ja auch erlaubt und gesehen und gesellschaftsfähig in einem gewissen Umfang. Aber alles, was über Cannabis hinweggeht und vielleicht haben mal der eine oder andere mal irgendwie so eine Ecstasy-Erfahrung oder von jemandem gehört, ja, auf der Zone so eine Pille haben die genommen und dann hatten die eine krasse Zeit und sind dann halt getrippt. Aber darüber hinausgehend die allermeisten Leute eben nicht und schon gar nicht in die Richtung psychedelische Substanzen. Und deswegen für mich ist es ein super wichtiges Anliegen, mit dem Format auch eben diese Aufklärungsthematik anzugehen. Und ich freue mich so sehr, mit dir zu sprechen, weil du hast in deinem eigenen Format, du hast ja selber eine Lifestyle-Plattform gegründet, den New Health Club, recht kürzlich und interviewst da natürlich auch hochkarätige Personen aus dem Gebiet der Psychedelika. Unter anderem Michael Pollan war schon da, Rick Doblin als Founder von MAPS. Das habe ich gehört, das Interview mit Paul Stamets kommt bald raus, da freue ich mich drauf und weitere Personen. Deswegen hast du ja einen extrem starken Bezug gerade zu dem Thema und bist so ein bisschen auch in Deutschland mit als eine der Vorreiterinnen auf dem Gebiet, würde ich mal sagen, unterwegs und hast da jetzt eine ganz
unique Sichtweise, wie du für auch den deutschen Markt als selber als Deutsche, gebürtige Deutsche, diese Sicht vielleicht, die sehr stark aus den USA einhergeht, hier auf den deutschen Markt bringen kannst. Und wie ist denn so deine Reise gewesen zu Psychedelika? Ja, das ist natürlich immer die klassische Einstiegsfrage. Ja. Genau, das ist auch eine gute Frage, finde ich, weil es spielt halt einfach eine sehr große Rolle, ob du diese Erfahrung, glaube ich, persönlich in irgendeiner Form mal gemacht hast. Aber es ist ähnlich, wie du gerade beschrieben hast. Also, ich war jemand, der so mit beim Ausgehen früher so Wasser getrunken hat. Und die Leute haben sich natürlich lustig gemacht über mich. Und ich weiß gar nicht mal, warum. Ich war auf jeden Fall, ich hatte irrsinnige Angst vor Drogen, obwohl um mich herum alle Leute alles Mögliche gemacht haben. Und natürlich, heute kann man sich das, kann ich mir das beantworten, natürlich Kontrollverlust-Problematik. Und nee, aber ich habe wirklich, glaube ich, auch bevor ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, ich glaube, original einmal Ecstasy oder MDMA genommen. Und es war auch eine sehr interessante, gute Erfahrung. Aber ich war wirklich überhaupt nicht damit beschäftigt. Und es war dann tatsächlich so der Auslöser, der mich dahin gebracht hat, dass mich damit zu beschäftigen, also auch richtig, dass ich es selbst tun wollte. Parallel zu dem Buch von Michael Pollan, How to Change Your Mind, war es aber vorher noch ein Moment, wo ich einfach merkte, ich hatte bestimmte, sagen wir mal so, Lebensabschnitte hinter mir. Ich war in Amerika, in LA, ich kam zurück nach Berlin, ich hatte eigentlich im Journalismus schon viel erreicht und so weiter. Und parallel dazu merkte ich so ganz immer wiederkehrende Punkte in meinem Leben konnte ich eigentlich immer noch nicht beantworten. Obwohl ich, wie viele Leute, andere Leute auch, Jahre, Jahrzehnte wahrscheinlich von Gesprächstherapie, Psychotherapie, also was, wie es eben so eine Normalität ist ja auch heute. Was ja auch gut ist, dass es so eine Normalität ist, schon auf dem Level. Ne? Aber ich merkte, ich komme einfach nicht weiter. Und trotz exzessivem Yoga und Therapie, ich komme immer wieder an denselben Punkt. Also wie man so schön sagt in Deutschland, ich war mit meinem Latein am Ende. Und dann war es tatsächlich so, dass ich parallel dazu dieses Buch eben entdeckte. Und natürlich gab es ab und zu schon Artikel über Microdosing im Silicon Valley. Und also es machte für mich alles total Sinn. So, ich dachte, ah, das macht total Sinn. Also ich dachte auch nicht, das ist ja der größte Schwachsinn und so. Aber natürlich emotional war ich da überhaupt sehr weit von entfernt, weil ich dachte, LSD nehmen, oh mein Gott, so das. Ich habe das nicht, ich hatte einfach Angst davor, ganz simpel. Und gleichzeitig, so wie Michael Pollan das beschrieben hat, macht es auf einmal ganz anders Sinn. Und dann habe ich eben jemanden gefunden, einen Psychiater, der schon lange damit Erfahrung hatte und der eben halt auch diese so mehrere Vorgespräche führte, um eben klarzustellen, es gibt bei mir keine Gefahr, dass irgendwas ausgelöst werden könnte, dass es irgendwie komisch wird, was eben ein sehr großer wichtiger Punkt war für mich, weil dadurch hatte ich einfach wirklich eine ganz andere emotionale Haltung dazu auch dadurch und hatte auch nicht, ich meine, ich hatte immer noch Angst, aber es war einfach klar, also was, also er würde mir auf jeden Fall sagen, machen Sie es lieber nicht und das machte der auch so. Naja, und dann nach dieser Erfahrung, das war noch gar nicht lange her, das war im Mai 2019, da hatte ich auch schon so eine Geschichte geschrieben für die FAZ da über diese Psilocybin-Forschung, hatte schon Rosalind Watts getroffen und also ich hatte schon so ein bisschen mich mehr mit dem Thema beschäftigt, aber so persönlich ist ja dann wieder was anderes sozusagen. Ne? Und dann nach diesem LSD-Ding, Das war deine allererste Erfahrung davon. Trip, allererste, genau. Also es war wirklich, ich kam morgens dahin, 10 Uhr, ich nahm diese 100 Milligramm, eine Stunde später ging es voll los und es war 4, 5 Stunden, ich lag da auf der Couch von diesem Psychiater, er war halt im Raum, ganz hinten. Immer wenn ich was gesagt habe, hat er das aufgeschrieben, was ich teilweise auch später nicht mehr wusste. Und wenn ich mich komisch gefühlt hätte, wäre er eben da, um mich da raus zu begleiten. Und das war wirklich so, ich will jetzt gar nicht sagen, so, oh, sowas habe ich noch nie erlebt, weil natürlich ist es eine sehr, sagen wir mal, für viele Leute wahrscheinlich lebensverändernde Erfahrung auf eine Art, ne? Und jetzt aber nicht wegen diesem, und das finde ich nochmal wichtig, und sagen nicht wegen diesem, oh, ich war so high und es war so crazy, sondern weil ich glaube, diese zum ersten Mal im Leben für viele Leute, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, inklusive mir selber, ist einfach so ein Moment, wo man
glaube ich, so diese ganze Idee von seinem eigenen oder überhaupt von Existenz auf einmal total in der Lage ist, anders zu sehen. Und man kann das vorher auch nicht durch irgendwelche Bücher lesen oder meditieren. Wenige Leute schaffen das, wie wir wissen, aber sehr, sehr wenige Leute. Und das war eigentlich erstmal so, dass direkt nach diesem Trip dachte ich so, okay, also es war jetzt auch nicht so, ich ging los und habe alles sofort verändert, sondern ich habe wirklich so ein paar Monate gewartet. So, wir hatten natürlich auch nochmal so ein paar Integrationssitzungen danach. Aber es war wirklich das grundlegende Ding für mich war, dass ich eine Person, also mich, meine Person in diesem Trip sah, so wie ich immer dachte, dass ich eigentlich sein würde, aber aus eben diesen ganzen üblichen Gründen mich niemals wirklich in diese Richtung bewegt hatte. Also ich kann es auch noch mal ein bisschen konkreter sagen. Ich hatte halt, ich habe nie Kinder bekommen, ich war auch nicht verheiratet und so. Und es war nach 2 Minuten in diesem Trip, war ich schwanger mit Zwillingen und war verheiratet. Also es war relativ eindeutig so. Es gab keine großen Interpretationsmöglichkeiten. Und ich habe einfach, dachte einfach, ja, das ist die Person, also es klingt, mag kitschig klingen, die ich in Wahrheit bin. Und nicht diese so alles so, also ich war ja Journalistin, dann, das heißt, man nimmt tendenziell eher auch eine kritische Haltung ein zu Dingen, zur Welt, will alles hinterfragen und so. Und das war auf einmal, merkte ich so, nee, das ist eigentlich nicht wirklich deine Person. So, also diese, sag ich sag mal, diese Kritik. Person oder diese Kritiksucht oder auch so dieses, wie man in Amerika sagt, so judgmental, dass man, und man muss ja als Journalist zum Beispiel alles beurteilen. Das macht man als Journalist. Job, ne? Ja. Genau. Und das war quasi in dem Moment auch gleichzeitig die totale Auflösung. Ich konnte teilweise auch nicht mehr diese Texte schreiben danach, wo ich dachte so, also ich habe ja meistens über Tech und Psychedelics geschrieben für die FAZ, der Frankfurter Allgemeine Quarterly, und dachte dann so, okay, ich kann eigentlich nur noch schreiben. Es ist total geil. Ich kann gar nicht mehr schreiben, so, ja, aber dort sind die Gefahren versteckt und so weiter. Sind es natürlich, ne? Aber ich merkte so, ich hatte mich auf so einen anderen Weg begeben. Und es war wirklich so der leichte Kick-off, würde ich sagen. Und ich habe da aber auch mehr mit mir selber immer so Zeit immer mehr selber verbracht und überlegt, was habe ich da eigentlich genau gesehen? Und es ist wirklich so Unboxing, wie man heute so sagt, ne? Was ich da gesehen hatte. Und dann war es natürlich so, parallel dazu war die Gründung von The New Health Club. Wir hatten im Oktober 2019 mit Christian Angermeier das erste so quasi, man will sagen, so, da ging es ja noch Testdinner, wo Christian und ich über Psychedelics sprachen und wir so 50, 60 Leute eingeladen hatten und es hat. Also wir haben, glaube ich, 4 Stunden oder auch 3 bis 4 Stunden darüber gesprochen. Und ich merkte so, okay, so was mich daran interessiert, interessiert scheinbar auch sehr viele andere Leute, auch in Deutschland, weil ich meine, klar, Amerika war das ja schon immer schon weiter voraus, eine andere Kultur, ne? Und dann war ich natürlich klar, Synthesis musste ich unbedingt hin, weil das ist ja in Europa immer noch momentan das einzige wirklich legale Magic Mushroom Retreat oder Magic Truffle Retreat in Holland. Und da war ich dann ich glaube, im Februar 2020, also gerade noch so eine Woche später, hätte es schon nicht mehr funktioniert wegen Corona. Dort ist eben das, dass man ein Wochenende unter dem Einfluss einer eben sehr hohen Psilocybin-Dosis verbringt oder Hero-Dose, wie wir Hast sagen. du Also ich glaube, bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage, es ist auf jeden Fall eine sehr hohe Dosis, wo man eben nicht kurz rausspaziert und mal kurz sich dann wieder hinlegt, sondern man ist eben 3 bis, naja, 4 bis 6 Stunden eigentlich under the influence. So, da hatte ich zwar die Company schon gegründet, aber danach, nach dieser Erfahrung, wusste ich halt, also das ist absolut meine Richtung. Und dort war dann, also jetzt unabhängig von dem beruflichen Erlebnis, habe ich dann noch mal mehr Einsicht bekommen, vor allen Dingen in meine, sagen wir mal, Problematiken, die ich ja eigentlich ursprünglich auch mal damit bearbeiten wollte. Und ich fand es halt sehr interessant, dass so neben verschiedenen anderen Einsichten, die ich da hatte, so vor allen Dingen gegen Ende des Trips sah ich irgendwie meine Großmutter in einer, wie so eine Art, in so einem Art Max Beckmann-Gemälde.
in einer sehr, für sie sehr prekäre Situation. Und ich dachte die ganze Zeit danach so, wow, meine Großmutter, Wahnsinn, dass sie das erlebt hat, da scheint irgendwas gewesen zu sein und so weiter. Und dann, ein paar Monate später, hatte ich ein Erlebnis, unabhängig von Psychedelics und in meinem normalen Leben, was mir schlagartig klar machte, dass ich gar nicht meine Großmutter gesehen hatte, sondern dass ich diese Person war. Das heißt also, die Psilocybin-Erfahrung hat so längerfristig mir so, wie soll ich sagen, Einsichten beschert in Dinge, die ich eigentlich vergessen hatte, also vielleicht nicht aktiv vergessen hatte, an die ich aber eigentlich so am Alltag nicht mehr dachte, die aber sehr, sehr, sehr großen Einfluss auf mein Leben hatten. Und wie das Universum es so will, hörte ich genau an diesem Tag den neuen Tim Ferriss Podcast, der über ihn ein ähnliches Erlebnis sprach. Was für ihn dieses Erlebnis war, dass er als Junge sexuell belästigt wurde, war für mich also in diesem Umfeld, sagen wir mal in der Nachbarschaft dazu. Was mich an diesem Tim Ferriss Podcast so fasziniert hat, war, unabhängig davon, dass er so wahnsinnig offen war. Und darüber habe ich sehr viel nachgedacht, ist, dass er sagte, seine ganze Persona vorher, also dieser Selbstoptimierungsperson, wie kann ich 10 Minuten länger schlafen und noch mal eine halbe Stunde fitter sein? Also diese tolle, The Tools sagen of wir mal, Titans, Leben. Tim Ferriss, ja, genau. Genau, also diese Lebensmathematik sozusagen, die natürlich total faszinierend ist. Und ich meine, ich schon immer ein Fan gewesen von dem, sagt er aber, dass er seine Person quasi eigentlich so aufgestellt hat, damit er dieses von ihm erlebte Trauma eigentlich nicht mehr an sich ranlassen muss. Und das, also wenn man es jetzt mal ganz überspitzt sagen würde, seine ganze Business-Persona war eigentlich ein Tool, um nicht an sein eigenes Trauma zu denken. Und also ich meine, und wir wissen ja, das ist echt ein sehr erfolgreicher Typ, super eloquent, also alles. Und ich dachte so, wow, das war wirklich vielleicht so einer der wichtigsten Podcasts in meinem Leben, diese Episode. Und dann, wie gesagt, merkte ich, okay, in mir, also im Februar hat es in mir irgendwas gegeben, woran ich offensichtlich wieder denken muss, denken sollte, wie mein Gehirn mir irgendwie mitteilte. Und wie gesagt, wir befanden uns im September, Oktober, es war Lockdown, man konnte nicht die nächste Behandlung, also die zur Synthesis fahren nach Holland, das war nicht möglich, weil es gab keine Retreats wegen Corona. Also musste ich, und ich merkte aber, ich muss irgendwie an diese Sache möglichst schnell ran, weil sie wird mir quasi gerade von meinem ganzen System präsentiert, so nach dem Motto, da ist übrigens, hier Listen, ist die also. nächste Stufe. Ja. Und auch hier ist übrigens, also, und das ist auch interessant, also ich hätte das ja auch denken können direkt nach meiner Erfahrung im Februar. Aber das Interessante daran ist eben auch, dass man merkt, dass dein eigenes System oder dein Gehirn, wie immer du es nennen willst, präsentiert dir die Momente, wenn du soweit bist. Und also wirklich, es ist ein sehr interessantes System, dein Unterbewusstsein, was wirklich erst dir die Dinge oft präsentiert, wenn du die Möglichkeit hast, den nächsten Schritt zu machen. Weil Sowohl im Trip als auch dann danach, ne? ganz Also, wir sagen genau, in immer dieses, beiden. du kriegst auch nie irgendwas präsentiert, was dein System, wie du sagst, nicht verarbeiten kann, Genau. sondern du bist in dir selbst ruhend so intelligent und in den USA, ich meine, Maps und Co. sprechen von dieser innate healing wisdom, ja, dieser innate healing Genau. capacity, die Ja. der Körper, die dein Bewusstsein, die alles zusammen hat und dich dann genau auf den richtigen Weg führt, wenn du es eben zulässt. Und in der Form war das dann bei dir. So. Genau. Aber das, was du gerade sagst, dieses Wort zulassen, ist natürlich so, also das Erlernen von Zulassen, das ist ja in unserer Kultur nicht, also das lernen wir ja nicht sozusagen, das Lernen von Zulassen sozusagen, ne? Und genauso war es auch, dass ich merkte, so okay, so durch diese Psilocybin-Erfahrung wurde mir eigentlich relativ präzise gesagt, um was es da jetzt gehen würde, was ich da anzugucken hätte. Und wie gesagt, nochmal, dann war eben Lockdown und keine Psilocybin-Retreat-Möglichkeit. Und dann, weil ich ja eben, wie gesagt, auch mit dem New Health Club damit zu tun habe, dachte ich so, okay, ich erzähle jetzt allen Leuten immer, wie toll, dass es ja schon Ketamintherapie gibt.
Und das ist diese Therapie, also die ist ja erstens legal, wenn sie in einem medizinischen Kontext, also mit einem Hospitalkontext stattfindet oder in einer Praxis, wo ein Arzt involviert ist, ist es halt nichts Illegales. Eigentlich in keinem Land der Welt, glaube ich, also auf jeden Fall nicht in Deutschland. Und ich fragte dann wirklich meine Tripsitterin aus dem Psilocybin-Trip, fragte ich halt, die mittlerweile für Fieldtrip arbeitet in Kanada, fragte ich, okay, ich habe hier dieses Ding, mit wem könnte ich das hier machen? Und sie nannte mir dann eben zwei, drei Leute hier in Berlin, die das machen. Und dann bin ich dorthin und habe den beiden Therapeuten gesagt, warum ich das jetzt irgendwie gerne weitermachen möchte in diesem Moment, weil es halt sehr, sehr, wie soll ich sagen, also sehr signifikant war für mich, dieses Erlebnis. Und es ist eben auch so interessant, dass ich mich frage, wäre ohne Lockdown, wäre das vielleicht gar nicht so an mich rangekommen, vielleicht auch, weil man eben wieder sich selber da so abgelenkt hätte mit diesen üblichen also keine Ahnung, Ausgehen, Restaurant, Fliegen, durch die Welt reisen und so Natürlich. weiter, ne? So. Aber man war einfach eben im Lockdown. There's no way out. Also bin ich halt zu diesen beiden, wie gesagt, zu diesen beiden Therapeuten und habe eben eigentlich so eine Psychotherapie, kann man sagen, angefangen mit dem Support von Ketamin. Und zwar eben jetzt nicht diesem Spray, was es ja gerade schon gibt, dieses Spravato, sondern ich glaube, das ist dann R-Ketamin, also was quasi durch eine Kanüle oder eine Infusion in dein System gerät. Und man ist sozusagen eine Stunde under the influence und spricht aber in der Zeit mit einem Therapeuten. Und der führt einen eben auch ähnlich wie bei LSD rein in die Erfahrung und hilft der Person, oder half mir eben zum Beispiel in dem Fall meiner, sehr quasi einzusteigen in verschiedene Bilder, was die bedeuteten, was sie, wie die zusammenhängen und so weiter. Also das heißt, es gibt ja diese Ketamintherapie, wo du eben die Infusion bekommst oder Spritze gibt es ja auch mittlerweile und hörst Musik und hast so eine Augenbinde auf und dann nach einer Stunde ist es vorbei. Aber es gibt eben auch diese geführte Therapie, also die eben eigentlich wie eine Psychotherapie ist, nur mit Ketamin Heißt, du sozusagen. bist aber mit Augen auf und ganz normal im Dialog mit dem Arzt oder mit dem Ja, Therapeuten. Und weil du gerade von Bildern genau. sprachst, du siehst dann im normalen Dialog mit ihm zusätzlich Bilder oder schließt du die Augen, die kommen dir vor dein Bewusstsein? Wie? Also es geht oft los, dass man die Augen offen hat, dann irgendwann schließt man die Augen und ähnlich wie bei Psilocybin kommen dann so die ersten Bilder. Also es ist ja auch also streng genommen könnte man sagen, es ist eine eben auf eine Stunde begrenzte psychedelische Erfahrung, kann man ja eigentlich schon sagen. Und natürlich ist es so, du fängst halt an zu sprechen und merkst irgendwann so, wow, habe ich das gerade wirklich gesagt? Also ich finde, und er wiederum nimmt es auf und nimmt es halt in deine Therapie mit sozusagen. Und ich finde es halt, also ich muss sagen, was ich daran wahnsinnig interessant finde, ist erstens, dass ich die Möglichkeit hatte, dieses Thema weiter zu bearbeiten in einem, ich weiß nicht, ob das eben mitkam, in einem legalen Kontext, weil Ketamintherapie ist jetzt, ich glaube, wahrscheinlich ist es weltweit so, also zumindest in Deutschland ist es so, in Amerika gibt es schon Fieldtrip und in Kanada als Ketaminklinik. Sobald ein Arzt involviert ist, sobald ein Arzt dir diese Infusion gibt und auch im Nebenraum ist, handelt es sich nicht mehr um eine illegale Tätigkeit. Also das ist super wichtig, weil im Vergleich zu Psilocybin wissen wir ja, es ist halt alles noch kriminalisiert und kann auch nicht einfach so angewendet werden. Also in Holland schon, aber nicht in Deutschland. Genau. Es ist tatsächlich so, dass wir hatten dann also sechs Sitzungen, jede Woche eine Sitzung. Und das Interessante war, dass ich wirklich sagen wir mal, diesen Systemreminder aus dem Februar, also aus dem Psilocybin-Erfahrung nehmen konnte und ihn im Ende des Jahres mit Hilfe von Ketamin einfach weiter bearbeiten konnte. Und das hat mir auch wirklich gezeigt, was ja auch wichtig ist für den New Health Club, dass es sich wirklich oftmals auch um einen Prozess handelt, so, der irgendwann mal anfängt mit der psychedelischen Therapie, auf die man sich vielleicht einlässt und der dann einfach anfängt, ne? Also das heißt, er geht eigentlich immer weiter und es kommen immer noch mal neue Aspekte dazu.
Und auf der anderen Seite ist es so, dass die Dinge, das, oder die Geschichte oder das Thema, um das es geht, wird auf der anderen Seite immer klarer. Also es gibt eigentlich nicht so, oh, ich habe eigentlich 20 Themen, sondern man kann es sozusagen irgendwann runterbrechen auf wirklich ein Thema, zu dem man dann langsam aber sicher gelangt. Und die Und Zusammenhänge werden einem ja, klarer und man kommt immer mehr in den genau. Kern dieser Zwiebel, wenn man so will. Und jede Schicht, die Ja, man absolut. abschält, wird klarer und bewusster, was in dem mittleren Kern auf uns erwartet. Und die Genau. Zusammenhänge, weil du gerade meintest, dann sind es nicht 20 Themen. Wenn wir nachher schauen, wie viele Themen wir tatsächlich mit uns rumtragen, dann kommen wir vielleicht an den Punkt, wo wir realisieren, oh shit, das sind wahrscheinlich sogar mehr, als wir uns lieb ist. Aber oftmals ist es natürlich geroutet, sehr oft, wenn nicht immer, würde ich Ja, behaupten, in irgendwie immer. Kindheitsthemen. Ja, immer Childhoods, irgendwie Erziehung, Eltern, Role Models, die wir hatten, etc. Und wenn wir dann irgendwann mal ganz an den Punkt kommen, werden nach und nach durch, wie du sagst, den Integrationsprozess und die konstante bewusste Weiterarbeit an den Themen, die anderen Themen irgendwann mal verbunden. Und dann kommen immer mal wieder, bei mir war es auch oft so, dieser Aha-Moment, der dann plötzlich, wie du sagst, im normalen Alltag passiert, vielleicht durch ein Gespräch oder einen Trigger, der kommt, der dich davor vielleicht einen halben Tag ausgenockt hätte. Und dann ist so, ha, kurzes Aufschnappen, ah, gar nicht mehr so ein Thema. Und dann 3 Stunden später fällt dir ein, Moment mal, das stört mich ja gar nicht mehr. Davor war es ein Riesenthema. Und so entwickelt es sich aus meiner Sicht wunderschön über die Zeit hinweg und man realisiert dann immer mehr und mehr, je tiefer man gegangen ist, wie diese Heilung passiert. Aber es ist kein linearer Prozess. Der geht hoch, runter, links, rechts, da passieren Dinge. Man macht 2 Schritte zurück, einen vorwärts. Man denkt, mein Gott, was Genau. passiert hier? Also, es ist so turbulent Ja. und so wichtig, dass man weitermacht. Und weil du das gerade erwähnt hattest, du hattest von einem LSD-Trip gesprochen, die erste Erfahrung überhaupt, erstmal da Hut ab, weil direkt in die 12-Stunden-Erfahrung zu gehen oder 10 bis 12 ist auch Nee, nochmal. es war 6 Stunden war War das, nur sechs, also okay. ungefähr. Ja. Okay, aber trotzdem die LSD-Erfahrung als erste zu machen, Respekt, und dann von da zu Psilocybin und danach zu Ketamin. Und dann sieht man, wenn man das jetzt hört und keine Ahnung hat von psychedelischen Substanzen und Erfahrungen, ich spreche immer von Bewusstseinstechnologien oder Tools. Bedeutet, Genau, das eine so ist ein ist es. Einstieg für einen, das andere kann Ja. einfach noch eine tiefere Einsicht geben und dann wird man in deinem Fall mit Ketamin, du hast gesagt, du hast davor schon Erfahrung gehabt in Gesprächstherapie und hast es jahrelang gemacht und hast dann irgendwann einen Punkt erreicht, wo du denkst, ich komme nicht tiefer, irgendwie das Thema, das in mir drin steckt, ich komme da nicht ran, ich kann es auch nicht fassen, ich weiß auch nicht, was es ist, irgendwas ist in mir drin. Bei mir selber war es immer, ich habe immer von einer Stimme gesprochen, die in mir drin irgendwie mit mir reden Ja, wollte, aber ich konnte genau, nicht sagen, ja. was es ist und ich habe ihm auch nie den Raum gegeben, diesem Gefühl, weil, wie wir es wissen, durch Ablenkung, durch Job, Tim Ferriss, ganz viel Arbeit, bei mir war es Arbeit, bei mir war es Reisen, bei mir waren Klar. es Frauen, bei mir waren es Alkohol, bei mir 1000 andere Dinge, ja. Bloß nicht zur Ruhe kommen und diesen Gefühlraum geben, weil dann müsste ja gegebenenfalls was passieren und zwar drastisch gegebenenfalls was geändert werden. Und Komfortzone ist schon sehr warm und bequem und alles, was ich nicht kenne, vielleicht mal nicht. Aber bei mir kam irgendwann der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich kann es nicht länger leugnen. Ich lüge mich sozusagen selber an und dieses Gefühl ist so stark, ich musste da durch. Und für mich waren dann durch Nutzung von psychedelischen Substanzen eben auch die Möglichkeit da, mal diesem Gefühl Raum zu geben und über diese normalen, gewohnten Ängste zu springen. Und dann, wie du sagtest, in so einer Psilocybin-Erfahrung, bei mir war es ganz stark in meinem vorletztjährigen Ayahuasca-Retreat, da war es dann wirklich so, da ist dann wirklich alles gefallen. Ja, und dann ging es komplett bis an die Wurzel. aber auch schon davor. Und deswegen. Ja, super, super spannend, wie du das gerade skizziert hast für Leute, dass das einfach so aufeinanderfolgende Puzzlesteine sein können. Ja, Ja. genau. Und ich meine, also trotzdem sollten wir sagen, wir reden natürlich nochmal von zwei Szenarien. Also es gibt natürlich Leute, für die wird das in sehr naher Zukunft eine Möglichkeit sein, dass sie eben keine Medikamente mehr nehmen müssen, oder also bevor ich jetzt irgendwas, also dass sie das reindenken können in ihre Therapie und aufhören können, möglicherweise ab einem bestimmten Moment Psychopharmaka zu nehmen. Und ich meine, du kennst sicher auch eine Menge Leute, die das vielleicht schon länger machen, und es gibt immer wieder diesen Turnus, eine Weile ist es wieder gut. Dann hört das Medikament vielleicht auf zu wirken, oder sie haben einfach zu große Probleme damit, sie müssen es wieder absetzen. Also ich habe das im engeren Familienkreis erlebt, und ich kann nur sagen, man möchte das seinem schlimmsten Feind nicht wünschen, diese Art von Existenz. So kann man ja eigentlich nur noch dazu sagen. Und das ist das eine, was ja quasi diese gerade
diese ganzen neuen psychedelischen Developments, also auch so, dass es immer mehr Unternehmen gibt darum, die sich quasi richtige Biotech-Unternehmen, die neue Medikamente daraus entwickeln, beschäftigt. Aber dann ist eben noch, darüber reden wir jetzt, glaube ich, auch ein bisschen, ist es auch diese Ebene, und das finde ich eben auch bei der New Health Club interessant, oder ist es für uns auch wichtig, zu sagen, dass das eben auch so ein Tool sein kann, wie du sagst, so auch ein Werkzeug, womit man eben vielleicht in ein paar Jahren einfach auf eine viel größere, mit viel größerer Normalität einfach anfängt, sich so größere Lebensfragen auch zu beantworten. Und möglicherweise auch früher, so sagen wir mal, vielleicht auch schon so in seinen 20ern, 30ern, weil natürlich ist jetzt oft der Moment, dass man feststellt, nochmal getriggert durch Covid und Lockdown, dass viele Leute auch, die jetzt, sagen wir mal, geschuldet durch diese äußeren Umstände, sich nochmal mehr Gedanken machen müssen, was in ihrem Leben eigentlich, wie, also kurz gesagt, wie geht es eigentlich weiter? Viele merken jetzt zum Beispiel auch, ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock mehr, so zu leben wie vorher. Viele, ist meine heute diese Homeoffice-Diskussion, ne? So, die quasi viele Leute sagen, okay, ich finde es nervig, irgendwie aber auch, das finde ich zum Beispiel super, das finde ich super daran. Und ich glaube so, dass diese, was ja auch Synthesis eigentlich schon so ein bisschen vorstellt, dass man quasi diese Substanzen und vor allen Dingen eben Psilocybin eignet sich, glaube ich, besonders gut dafür, benutzt, um vielleicht sich zweimal im Jahr oder einmal im Jahr auf so ein Retreat zu begeben und eben bei sich selber schaut, was ist eigentlich wirklich so los? Und zwar, was ist wirklich in dir los? Und nicht, was dein Coach oder dein Therapeut oder dein Ehepartner oder Eltern sagen, ja, du müsstest doch jetzt eigentlich mal oder. Und nochmal, es geht ja gar nicht darum, so, das sollten wir vielleicht sagen, es geht eben gar nicht um eine egozentrische Entscheidung, so, alle anderen sind egal, aber Hauptsache, ich habe ein Fun Life, sondern erstens ist es so, dass genau das Gegenteil ja oft passiert bei Leuten, die so eine sehr entscheidende Psilocybin-Erfahrung gemacht haben, dass sie ihr, sagen wir mal, ihr Ego, das ist ja auch das große LSD-Thema, nicht mehr so wichtig nehmen, aufgrund dessen wiederum ganz andere Entscheidungen treffen. Und letztendlich aber oft zu der, also ich kann es immer nur so sagen, zu der immer näher an die Person rankommen, die sie eigentlich Die Kern sind, sind. nicht mal mehr sein wollen, sondern sind bereits, aber abzüglich dieser ganzen vielleicht traumatisierten Erfahrungen, Erlebnisse, Konditionierung, genau, die sie dann in die andere Person gebracht haben, die sie eigentlich nicht sein wollen. Und ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass man das gar nicht unterscheiden kann vorher. Weil ich glaube, die meisten von uns, die jetzt so Yoga, Meditation und so weiter, klar hat man so ein bisschen so einen Einblick in so eine, was ist eigentlich, wenn ich so wäre oder wie wäre es eigentlich, wenn ich so wäre. Aber in so einer psychedelischen Erfahrung ist man plötzlich das. Man spürt richtig, wie man ist, wenn man eben, sagen wir mal, dieses Wunschleben, sage ich jetzt mal, führt. Man kann es wie so anfassen. Und ich glaube, das ist so Das ist der nicht zu Unterschied. toppen. Das ist wirklich so. Und ich sag, ich hatte einen von meinen Podcast-Gästen, der hat das so schön gesagt. Ich wiederhole das immer so gern, weil er hat gesagt: Once you see it, you can't unsee it. Und es ist so treffend. Genau, Und total. ich sage, es ist ein anders als in einem Workshop, in einem Erklärmodell, wo dir jemand sagt: Also, wenn du das alles machst, dann fühlst du dich so, okay, ich habe das verstanden. Aber in so einer, nehmen wir mal Psilocybin, in so einer Erfahrung, 4 bis 6 Stunden, hast du wirklich gespürt auf Zellebene ein Erlebnis, das so individuell ist und persönlich, und keins von diesen Erlebnissen wiederholt sich. Das heißt, wenn du jetzt zum nächsten Synthesis Retreat gehst und nochmal eine Ja, Runde genau. fliegst, wird die sich nicht ähneln, vielleicht Ja. in gewisser Weise, aber auf gar keinen Fall identisch sein. Und das sind immer andere Erfahrungen, aber die sind so individuell und profound und gehen so Ja. tief in dein Selbst, dass es auch nur mit dir in Bezug zu dieser wirklichen Erfahrungserkenntnis kommt, dass danach wirklich verstanden wurde. Und mit verstanden meine ich nicht durch den Verstand, sondern ganz Ja. körperliches Empfinden ist einfach neu. Und du hast danach ein neues Lebensgefühl, so würde ich das beschreiben. Und das kann Genau, man nicht mehr genau. wegnehmen. Und ab dann fängt dieser Prozess an, von dem du vorhin gesprochen hast, den man auch nicht wirklich rückgängig machen kann. Also ich habe mir oft die Frage gestellt, schaffen es Menschen nach so einer Erfahrung wieder in ihr altes Leben zurückzugehen, ohne, also das geht mit Sicherheit, aber ohne sich ständig zu fragen, was mache ich da eigentlich? Weil ich weiß doch eigentlich, dass ich wieder in meine alten Pattern rutsche.
Genau, aber das ist zum Beispiel ein guter Punkt, den du sagst, weil das bedeutet nämlich auch, dass diese, sagen wir mal, diese Integration, die danach stattfindet, ist halt eben auch ein extrem wichtiger Punkt, weshalb ja auch wahnsinnig viele Therapeuten eigentlich jetzt nötig sind, die quasi in der Lage sind, so psychedelische Therapie durchzuführen und diese Integration später auch gewährleisten können. Weil sonst ist es oft so, dass du kannst ja einfach so eine wahnsinnig tolle Erfahrung haben in so einem Retreat und dann fährst du wieder nach Hause und dann that's it. Und dann erinnerst du dich vielleicht an diese, sagen wir mal, an diese unglaubliche Reise. Aber genauso wichtig ist es eben, dass man diese ganzen Informationen von dort quasi wie so auspackt, nicht nur Punkt eins, und zweitens auch, wie passen die eigentlich in mein Leben? Oder was bedeutet das auf eine Art für mein Leben, dass ich nicht so Tabula rasa mache? Das heißt nicht, dass es nicht vielleicht für manche Leute auch Sinn macht. So, das kann auch schon passieren. Aber zum Beispiel Burning Man hat auf der Website auch stehen, glaube ich, oder hatte, ich weiß nicht, ob es noch ist, 6 Monate nach Burning Man so lange warten mit großen Lebensentscheidungen. So witzig, Nicht dass du das mal nicht einen Tag, so nicht geil, einen dass du Tag das danach. sagst, weil nach unserem Ayahuasca-Retreat war die so beim Ja. Verabschied, wurde uns gesagt, die nächsten 6 Monate bitte keine Scheidungen, keine Ja, Jobkündigung und exactly. keine Ja, Tattoos im siehst du, Gesicht. keine Tattoos. Oh, super. Genau. Super. Genau, und diese 6 Monate sind ganz interessant, weil man ja auch, jetzt macht das auch Sinn für mich, weil wo ich mich mehr damit auch mit dem New Health Club beschäftige darin, dass zum Beispiel nach 6 Monaten ist halt auch in dieser klinischen Psilocybin-Forschung vom Imperial College und verschiedenen anderen eben genau dieser Turnus, wo eben rauskam bei dieser Erforschung, wenn jetzt zum Beispiel Leute mit behandlungsresistenter Depression getestet werden, wenn die jetzt zum Beispiel eine sehr große Psilocybin-Erfahrung machen in der Klinik, in der Studie, dann, sagen wir mal so, hält die ungefähr 6 Monate. Und dann müsste man sie wiederholen, weil das Gehirn dann langsam wieder quasi, man will nicht sagen zurückfällt, aber es braucht dann wieder diesen neuen Impuls. Was ja eben auch jetzt in der Forschung in die Richtung führt, dass man eigentlich plant, okay, Leute, die mit schweren Depressionen, wenn die zweimal diese Behandlung im Jahr machen würden, bräuchten sie keine Psychopharmaka zu nehmen. Also das ist jetzt noch, wird gerade erforscht, aber Ja. das dahin bewegt es sich ungefähr. Und deshalb machen diese 6 Monate auch Sinn, weil in diesen 6 Monaten, und das ist ja lustigerweise exakt das, was ich auch gerade erlebt habe im letzten Jahr, genau dann kommt eigentlich der Moment, wo offensichtlich das nächste Kapitel aufgemacht wird. Und wo dein System, ich sage es immer, System oder Unterbewusstsein in der Lage ist, vielleicht nochmal eine neue Tür aufzumachen. Und ich meine, was ich zum Beispiel bei dieser Ketamintherapie so interessant finde, ist, dass ich wirklich, weil es ja auch so 6 Wochen jede Woche einmal als Sitzung, ich war wirklich plötzlich in der Lage, wirklich wie mit meinem Unterbewusstsein auf eine ganz andere Art zu kommunizieren. Und also auch wirklich so in manchen Momenten, wie du eben gerade beschrieben hast, wo man früher so einen Tag so, ich reg mich da jetzt auf und so weiter. Und plötzlich bin ich in der Lage, da zumindest einen Schritt zurückzugehen und so wie so ein Laserstrahl zu gucken, womit das eigentlich zusammenhängt, was ich da gerade mache. Und dann diesen Laserstrahl so quasi klingt ein bisschen absurd, aber so, wie so in mich rein projizieren kann und schauen, woher kommt das jetzt eigentlich gerade. Voll Und gut. zwar eben nicht, weil man gerade genervt ist von dem Nachbar, der auch auf Zoom ist und so weiter, also was auch immer, ne? Oder der Yes. Hund, der draußen bellt und der, Yes. oder das, der Tierroller, der immer noch piepst. Okay, die trage ich dann weg, wenn das so sein muss, sozusagen. Aber so, du weißt, was ich meine. Und Das ist so bemerkenswert, wenn der Moment passiert, oder? Weil dann, ich sag nicht ja, Laserstrahl, wobei ich ja. genau weiß, was du meinst. Ich sag, bei mir entsteht Ja. eine größere Distanz zwischen dem Erlebnis und der Reaktion, die darauf passiert. Und dieser Ja, Space, der genau. erweitert sich. Und davor war der so nah aneinander, dass die Reaktion direkt diesem Ereignis Total. gefolgt ist und du hast gar keine Wahl. Und jetzt mittlerweile über Genau. die Zeit hat sich immer mehr und mehr Luft praktisch angestaut und dieser Space ist größer geworden und jetzt gibt es einfach eine größere Möglichkeit der Reaktionszeit. Will ich überhaupt darauf reagieren? Aber auf dem Weg ist es bei mir so wie,
es steigt langsam auf und Homer Simpson geht die Glühbirne im Kopf an und er denkt sich, ah, ich kann jetzt darauf reagieren. Möchte genau. ich oder möchte ich nicht? Ja, so. Oder nicht. Oder nicht, genau. Ja. Ja. Also ich finde aber vor allen Dingen ist es so, also das ist schon mal, genau wie du es beschreibst, das ist schon mal ganz klar eine längerfristige Wirkung, wenn man das eben so als eigenes Tool sich sozusagen in einem, wie gesagt, wir reden ja immer von einem sicheren Set genau. und Setting sowieso, sich aneignen würde. Und meine Psychedelic Therapy ist ja gerade erst so 1,5 Jahre alt, meine Journey sozusagen, aber vor allen Dingen finde ich interessant, wie sehr diese Person, die man eigentlich selber, oder die ich selber eigentlich bin, sich tatsächlich, als ich es zum ersten Mal gemacht habe, wie weit die eigentlich entfernt war von der Person, die im echten Leben sozusagen unterwegs war. Mhm. Also das fand ich, und das wiederum, diese Erkenntnis, muss ich sagen, hat auch nicht nur zu der New Health Club Gründung geführt, sondern eben auch, dass ich wirklich dachte, was das für eine irrsinnige, für mich persönlich, irrsinnige Beruhigung ist, dass es psychedelische Erfahrungen jetzt gibt, die man machen kann. Also, wie gesagt, Holland ist es ja möglich und verschiedenen anderen Orten. Und das ist wirklich wie so eine, also es ist, klingt komisch, aber es ist für mich quasi ein ähnliches Gefühl, als wenn ich weiß, ich hätte 20 Millionen Dollar in der Bank. Ja. Also es ergibt mir einfach so eine wahnsinnige Sicherheit, dass jedes Mal, wenn ich weiß, oh, da kommt irgendwas, wo kommt denn das her? Und das weiß man ja, wie wir wissen, oftmals nicht, wann plötzlich irgend sowas kommt oder wenn irgendwas passiert oder irgendjemand, ne, ich meine jetzt bei Corona hatten viele Leute, dass jemand stirbt plötzlich und so, der möglicherweise ohne das erstmal nicht gestorben wäre und man muss damit jetzt ganz plötzlich umgehen. Und für mich ist es wirklich eine wahnsinnig große Beruhigung zu wissen, dass diese Möglichkeit existiert und dass eben ich jetzt die Möglichkeit habe, mit dem, was ich da mache, anderen Leuten eben auch davon zu erzählen, dass sie Möglichkeiten haben, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es nicht Menschen sind, die halt lange schon mit einer Depression kämpfen. Da ist natürlich ein bisschen gerade noch eine andere Situation, aber auch die wird sich, glaube ich, in den nächsten 2 Jahren verändern. Und wenn wir jetzt von Leuten reden, die so quasi, wie soll ich sagen, immer diese versteckten Dinge in sich rumgetragen haben und aber niemals wirklich wussten, was es eigentlich bedeutet und dann es irgendwie so handeln konnten, bis sie es irgendwann vielleicht auch nicht mehr handeln konnten. Für die ist es, glaube ich, einfach so eine Tool ist immer noch das Beste, finde ich, deshalb versuche ich das auch oft zu sagen, so Tool und Werkzeug, ich finde, so sollte man es eben betrachten. Ja. Natürlich hängt es trotzdem mit spirituellen Erfahrungen zusammen, sozusagen. Auch wenn es so Werkzeug, da denkt man ja nicht unbedingt an große Visionen und spirituelle Erlebnisse. Aber es gibt ja von Sam Harris dieses Wake-up-Buch, also quasi Spiritualität ohne Religion. Darum geht es ja auch ein bisschen sozusagen. Und das wünscht, ich glaube, also so eine der großen, in dieser Depressionsforschung ist einer der großen Gründe, warum Menschen heute depressiv werden, ist, dass spirituelle Erlebnisse fehlen. Ja. Zum Beispiel. Und oder wenn man in die klassischen schamanistischen Ursprungsfelder geht und schaut, wie definieren die denn überhaupt Krankheit? Und darunter fällt Depression. Und dann sagen die, das ist ein Disconnect vom Spirit. Und das ist das Einzige, wie so urschamanistische Völker das sehen. Die schauen nicht nach, du bist krank, du hast Depression, Mental Illness. Okay, wir brauchen jetzt irgendeine Substanz, die dir hilft, damit klarzukommen, mit den Symptomen. Sondern der Ursprung von dem Ganzen ist, weil du einen Disconnect mit dem Geist, mit dem Spirit, mit der Spiritualität hast. Und daran arbeiten die sozusagen, um diese Energien wieder in Einklang zu bringen und sich dann alle anderen auch im Körper gegebenenfalls manifestierten Symptome sich dann dadurch erlösen und reinigen. Und jetzt, weil du sagtest, man hat nicht immer eine mystische Erfahrung mit auf dem Schirm und klar gibt es da Unterschiede. Ich weiß, das Ketamin kann ich nicht von persönlicher Erfahrung sprechen, aber wenn wir über MDMA reden, dann ist es, würde ich mal sagen, klassisch weniger mystisch. Das ist sehr viel präsenter, sehr viel im Hier und Jetzt geroutet. Und dann hat man Psilocybin und Ayahuasca und DMT, da ist plötzlich alles möglich. Ja, man trifft da auf Wesen, andere Dimensionen und da sprechen wir definitiv von mystischem Erlebnis. Aber auch das hat in sich, in der Erfahrung ruhen, schon allein so einen profunden Charakter, so ein Erlebnis mal gehabt zu haben, nebst den
den Nebeneffekten, die dann danach über Integration und diesen Einsichten, die man über sich selber hat, dann noch passieren, dass das nicht ohne Grund heißt von sehr vielen Leuten, die sich als klassische Atheisten bezeichnen, die so eine Erfahrung gemacht haben und dann rauskommen und dann nicht sagen, oh, jetzt bin ich christlich und jetzt glaube ich an diesen biblischen Gott, aber ich glaube zumindest an eine größere zusammenhängende Intelligenz oder das Universum, wie auch immer man es nennen möchte, aber man hat, weil du sagtest, das Gefühl von 20 Millionen in der Bank. Ich kann das voll nachempfinden. Für mich ist es eher seit diesen Erfahrungen, seit diesen hochdosierten Erfahrungen, das Gefühl von, alles ist okay, wie es ist. Jeder Rückschlag, alles, was man gegebenenfalls davor als warum ich, warum schon wieder ich, dieses typische Opferhaltungsbild und ich bin wieder dran und alle anderen nicht. Und das ist alles plötzlich in einem anderen Licht gesehen und auch das wird gegebenenfalls dann als Erfahrung, als Lernmöglichkeit gesehen und alles wird plötzlich relativiert und als Teil des gesamten Prozesses von der ganzen Journey gesehen. So ging es mir zumindest, ja. Und es hat mir sehr geholfen. Ja. Ich finde auch ein wichtiger Punkt, der sich halt auch stark von Psychotherapie unterscheidet. Und das, sagen wir so, ist ja, glaube ich, was auch viele Menschen, die das gemacht haben, was ja die meisten sagen wir, in unserem Rahmen, in unserem Kontext bestimmt, also hat jeder Zweite, glaube ich, schon mal eine Therapie gemacht, irgendwann mit irgendwas. Und da ist ja oft dieser Ablauf, man spricht mit dem Therapeuten, dann geht es um die Eltern, dann sind die das schuld, dann sind die das schuld. Da macht man, dreht man dann so ein paar Runden, dann kommen wieder neue, soll ich sagen, Stimmen, die sagen so, ja, irgendwann ist aber mal gut, ne? Irgendwann muss man ja auch mal, kann man sich für Abschließen. die Eltern nicht alles verantwortlich machen, irgendwann muss man abschließen, genau. Und du musst jetzt halt selber Verantwortung übernehmen, was ja auch total per se stimmt. So, aber diese komische Wahrnehmung in dieser reinen Psychotherapie ist ja das, glaube ich, wenn ich mich mit Leuten darüber unterhalten habe, dass es oft ist, ja, okay, ich habe verstanden, dass ich die Person bin, die jetzt das eigene Leben hat und über Verantwortung übernehmen soll und mein eigenes Leben kreieren soll. Trotzdem ein Anruf vom Vater, Mutter, das war's wieder, ne? Also alle tollen Vorsätze wieder dahin, sozusagen. Und das fand ich immer zum Beispiel was, wo ich dachte, das ist irgendwie, das kann man in dieser Form gar nicht auflösen. Und dann zum Beispiel, und das war wirklich für mich, also ganz wirklich, also ganz ehrlich, eine der grundlegendsten lebensverändernden Erlebnisse war in dieser LSD-Erfahrung nach relativ kurzer Zeit im Trip, so nach einer halben Stunde, nach 20 Minuten, sah ich so meine Großeltern, meine Mutter und ihre Schwester vor Zweite Weltkriegstrümmer in Berlin irgendwo, weil wir gar nicht mehr aus Berlin kommen, aber die standen da und hielten sich alle an den Händen. Und ich sagte dann zu denen so, sag mal, ich bin doch hier auch irgendwie, ich müsste doch auch hier reingehören. Und dann sagte mein Großvater zu mir, den ich irgendwie, also wirklich mein größter, wichtigster Mensch in meinem Leben neben meiner Mutter, sagte zu mir, nee, nee, pass mal auf, das ist was unter uns, da kannst du gar nichts dran ändern hier. Da kannst du gar nicht mitmachen, da kannst du gar nicht irgendwas zu sagen, weil das ist was, was wir lösen müssen. Und dann sagte er zu mir, nee, fahr mal weiter. Und ich meine, that was it. Also ich meine, das war für mich so eine Information, dass diese ganzen Kriegsproblematiken, also da könnten wir jetzt, das ist nochmal ein eigener Podcast, natürlich so weitergegeben werden. Ich meine, ich war seine Enkelin und er hat mir von seiner russischen Gefangenschaft erzählt. Das heißt, ich hatte das ganze PTSD-Wissen schon mit 10. Aber trotzdem, so was zwischen denen passierte, die ganzen Problematiken, die ganzen, vielleicht auch, ich meine, jemand kam aus dem Zweiten Weltkrieg nach Hause und hat dann, kam Montag nach Hause und hat Donnerstag angefangen, das Haus zu bauen. All diese ganzen Dinge, die halt in deren Kontext eine Rolle spielten, hat mit mir in dem Sinne gar nichts zu tun. Und so zum Beispiel, ich konnte ab dem Moment konnte ich viel besser verstehen, wenn meine Mutter oder ihre Schwester zum Beispiel reagierten und ich merkte, ah, die reagieren aus einem Momentum, wo sie das erlebt haben. Und das hat wirklich, ganz ehrlich, mein ganzes Verhältnis sehr stark verändert. Also nochmal, also noch eine Stufe, wir reden ja nicht von so, ne, so Witchcraft, aber eine Stufe weiter ging es halt. Und das sind halt solche Erlebnisse, finde ich, die so, ja, deshalb so signifikant sind, weil du wirst sie dir niemals vorher
ja irgendwie ausdenken können. So, und das, ich sehe bestimmt das und dann sehe ich den Typ und mit dem war mein Ex. Und aber ich meine, manche Leute siehst du nicht kein einziges Mal, von denen du denkst so, wow, dann wäre ich bestimmt mal mit dem und dem. Und dann siehst du Menschen, die es wirklich gibt in deinem Leben, mit denen du nie gerechnet hättest und so weiter. Und das finde ich halt so diese, das Interessante finde ich wirklich dieses Lernen von in diesem Moment, du bist ja geschützt und sicher, aber von dem Moment kannst du die Kontrolle, du musst sie einfach abgeben. Du kannst, selbst wenn du noch so dagegen wärst, es wird nicht klappen. Du wirst So, gezwungen. und das ist das Gute. Ab Genau. irgendeinem Punkt wirst du auf einer höheren Dosis ja dazu gezwungen, also auf irgendeinem Weg, Genau. diese Kontrolle und diese Angst, diese vermeintliche mal loszulassen. Und ich hatte das in einem der letzten Podcasts erwähnt, das ist immer der Moment, wenn ich Leute auch führe, das ist der Moment, wenn die Magie passiert. Das ist dieses, oh Gott, ich kann nicht, ich traue mich nicht, ich will nicht, oh nein, was passiert hier? Und irgendwann wird surrendered auf irgendeinem Weg. Und wenn der Moment passiert, Ja. dann gehen die Tore auf oder wie auch immer man das Bild beschreiben möchte. Und dann passiert eben diese wunderschöne Eingebung und dieses Unterbewusstsein darf sich mal zeigen und wirklich offenbaren, was in einem drinsteckt und dann eben supportet durch, je nachdem, welches Tool man verwendet, jede Menge chemischen Botenstoffen, die im Gehirn released werden, die eben dann dieses Gefühl von Herzöffnung, Liebe, Empathie mitbringen, damit man eben da durchgehen kann. Und zwar einfacher, als wenn man das jetzt im normalen Waking Consciousness machen würde. Deswegen, und eben durch diese Supporter wirklich Support gefühlt hat, neben dem Set und Setting in dem professionellen Rahmen. Man kann sich da mal fallen lassen, man weiß, hier sind Leute, die auf einen aufpassen und man macht das nicht alleine, aber auch allein durch die Substanz, durch die Pflanze, was auch immer man konsumiert hat, weiß, man wird irgendwie da durchgeguidet. Und das ist wegen dieses Mystische und dieses Spirituelle, gerade wenn man auch über eine Pilzerfahrung spricht, wie jetzt bei dir in den Niederlanden, Los Niños Santos, also die kleinen Pilz, Jungs und Mädels, die einem sozusagen den Weg auch so ein bisschen offenbaren. Und man hat dann fast das Gefühl, man kann in Dialog steigen mit diesem Lebewesen. Ja? Also wenn man überlegt, dass Pilze auch lebende Organismen sind und wenn man die konsumiert, dass die einem dieses gesamte Wissen vermitteln, die sie schon über Milliarden Jahre hier mit auf dem Planeten ein Stück weit mitbringen. Und jetzt hast du Paul Stamets erzählt. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Hoffentlich hat er darüber mit dir Nein, gesprochen. können wir gerne sagen. Super spannend. Na, mit Paul Stamets, falls deine Hörer das noch nicht kennen, kannst du ja nochmal in die Shownotes schreiben. Dieser Film, Fantastic Fungi. erst nochmal, Fantastic, ja genau, Fantastic Fungi. Das geht ja quasi über ihn und seine, wie heißt es, Mycologist, nennt man, glaube ich, seinen Beruf. Und das war sehr interessant, weil, klar, wir wissen, er ist ein super interessanter Typ und er hat das irgendwie vor 20 Jahren schon angefangen, diese, ja, auf jeden Fall seine große Company um sein Mushroom-Wissen. Ich finde, in dem Film ist es auch so interessant zu sehen und so war es auch in dem Podcast. So, man fängt die Konversation mit ihm an und klar, erstmal redet man so ein bisschen kurz, so, wer er ist und so weiter. Aber es ist eben auch jemand, der so total wirklich so die überraschendsten Dinge erzählt, über sich selbst oder über seine Beobachtung und so weiter. Und ich meine, ich finde wirklich, das ist ja jemand, der sich schon lange damit beschäftigt und erzählt ja auch dann immer von seiner signifikanten Psilocybin-Erfahrung, die dann ihn dazu irgendwie gebracht hat, auch sich mehr in diese Richtung zu bewegen, in die er dann gegangen ist. Aber es ist so jemand, ich meine, der ist, wie alt ist er, glaube ich, 75 oder so, ne, So alt schon, okay. mittlerweile. Auf jeden Fall, oder Anfang 70, glaube ich. Und ich finde es immer wieder interessant, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, wie ihm oder Amanda Fielding, naja, kann sagen, LSD-Forscherin von der Beckley, also die Gründerin der Beckley Foundation, die auch Mitte 70 ist. Es ist wirklich interessant, wenn man mit Menschen spricht, die in dem Fall über 70 sind, die das in ihr Leben irgendwie integriert haben, dass es unglaublich ist, mit welcher Klarheit, Geschwindigkeit, Präzision die sprechen und denken und so weiter. Und das lässt uns natürlich zu dem Schluss kommen, dass sozusagen ein Tool auch sein wird, was diese ganzen Ideen von Alzheimer und quasi Mental Illness Problemen im Alter möglicherweise verschwinden lassen wird. Der Urvater Oder von, zumindest mal auf eine Art. ja, Oder Albert Hofmann ist 103, also ganz geworden, genau. ne? Und wenn, auch wenn du ihm zuhörst, so, ich meine, auch wenn er schon lang in den 90ern ist, wenn du da Interviews mit ihm schaust, du denkst so,
Ja, also es ist so wie ein TED-Talk Ja, eigentlich, ne? gut dabei. Es ist wirklich Stanislav nicht. Grof ist ein anderer für mich, der Pionierarbeit geleistet hat auf dem Gebiet. Ich habe ihn selber kennenlernen dürfen, vorletztes Jahr in den USA, und das Ja, ist für mich. morgen ist er auf dem Podcast. Ah, Ist super. morgen. Wow. Ja, Was für ein. aber genau dasselbe. Ja, genau dasselbe. Und die ganzen Leute Ja. sind für mich Ikonen und ein Stück weit Vorbilder auf dem Gebiet, was die bisher schon erledigt haben, erreicht haben und ein Stück weit auch mit Einfluss, natürlich sehr starken Einfluss hier mit auf dem Format hier auch geben. Und der Arbeit, die ich jetzt versuche zu tun, ist, den Leuten nahezubringen. Und wir hatten jetzt sehr oft dazu gesprochen, wenn ich mit Leuten spreche, kommt sehr oft die Frage: Ja gut, aber ich habe ja kein Trauma und mir ist nichts widerfahren, ich habe kein Riesenthema, ich war jetzt auch noch nie in Therapie. Ich meine, ich habe ja kein Thema, mein Leben ist doch ganz gut so, wie es ist. Und ich möchte eigentlich auch nichts dran ändern. Und ich stelle dann immer die Frage und im Dialog auch und auch jetzt mit dir, so, für wen ist es dann überhaupt gemacht? Wir glauben immer, bevor wir Bezug haben zu solchen Substanzen, ich brauche ein Riesenthema, ich muss stark depressiv sein, ich muss irgendwie Kriegsveteran sein mit PTSD, ich muss irgendwie Genau, Childhood Abuse haben, irgendwie solche Kategorie fallen, und dann macht das Sinn. Und dann sage ich immer: Stopp, dafür ist es auch relevant, aber, und dann Punkt, Punkt, Punkt. Wie siehst du das? Also, Genau. wer käme dafür in Frage aus deiner Sicht, und ab wann macht das Sinn? Naja, wie gesagt, ich glaube, also erstmal vorneweg, natürlich gibt es Leute, die brauchen das vielleicht nicht, die wollen das nicht, fair enough, ne? Also ich meine, das ist eine persönliche Entscheidung, ob man sich dieser Sache öffnen will oder nicht. Ich finde aber eben, spätestens seit diesem Michael Pollan Buch, und deshalb komme ich nochmal darauf zurück, weil das einfach so ein wichtiges Argument von ihm gab, der, als er auch bei uns auf dem Podcast war, dass er zum Beispiel gesagt hat, das schreibt er auch in dem Buch, also als er so 60 wurde, dachte er so, okay, ich habe es, also wie du sagst, er hat eigentlich ein super Leben. Berkeley, Harvard, Professor, ne? Also, und er sagte aber selber, dass er merkte, ich werde eigentlich so ein bisschen eingefahren in, wie man so sagt, stuck in his ways, ne? Ohne dass es irgendwie jetzt was Schlechtes ist oder dass er ein schlechtes Leben hatte. Und er sagte eben auch bei uns im Podcast, dass er oft findet, so diese Idee von Psychedelics, wie er sagte, ist auch often wasted on the young. So, also dass man immer denkt, oh, Leute in ihren 20ern, 30ern haben da so tolle Bali-Urlaube und dann nehmen sie ein paar Mushrooms. Ja, in dem Alter macht man es ja. Aber zu deiner Frage, ich glaube, es ist wirklich wichtig, nochmal zu sagen, also es gibt diese ganze Ebene, auf der ja auch diese ganzen Forschungen gerade stattfinden, diese ganzen neuen Studien, jetzt ja auch in Deutschland zum ersten Mal im März, die erste große Psilocybin-Studie mit 2,2 Millionen von der Bundesregierung unterstützt, also wo es ganz klar geht zu sagen, hier ist eine Studie, die testet, wie sich Psilocybin bei Leuten auswirken könnte, die einfach sogenannte treatment-resistant oder behandlungsresistente Depression haben seit XX Jahren. Und der Leiter dieser Studie, Professor Gründer, der auch bei uns auf dem Podcast sein wird, sagte auch, das sind halt zum Beispiel auch oft Leute, die Jahre, Jahrzehnte überhaupt keine Fortschritte machen, ganz wenige, dann machen sie wieder einen Rückschritt und eben genau dieses Medikamententhema haben, dass sie entweder an ein Medikament dann gewöhnen, dann fängt es an, nicht mehr zu funktionieren, was halt oft bei Psychopharmaka der Fall sein kann. Oder eben sie nehmen es und ihr Leben ist einfach kein Leben. Also sie können einfach so funktionieren, aber es gibt ja da auch eben diese Studien, die zum Beispiel sagen, Leute, die anfangen, Psychopharmaka zu nehmen in einer Beziehung, entlieben sich auf eine Art, weil sie am besten nichts mehr fühlen sollen, weil das eben das ist, was Psychopharmaka mit einem macht. Dann gab es wirklich Geschichten, wo Leute das gemacht haben, das Medikament genommen haben, sich den Partner verloren haben, weil der das irgendwann nicht mehr aushalten konnte. Dann haben sie diese Medikamente wieder abgesetzt und gemerkt, so, oh Gott, was habe ich eigentlich gemacht? Also kurzum, so diese langfristige Einnahme davon ist, glaube ich, ein sehr grausames Leben. Also das Gefühl habe ich mittlerweile nach allem, was ich dazu gehört habe, erfahren habe, in meinem direkten Umfeld es erlebt habe. So, und das ist natürlich was, wie gesagt, das sprechen wir ja auch von diesem medizinischen Ansatz, der ja ganz klar total Sinn macht, ne? Da braucht man jetzt nicht mehr groß zu argumentieren eigentlich. Aber dieses andere, was du sagst, ich glaube, das ist ja auch eben natürlich bei allen psychedelischen Erfahrungen, die man jetzt machen könnte in so einem Retreat, wenn man einfach sagt, hey, ich finde es mal interessant oder hat mein bester Freund gemacht, fand es super, mache ich auch mal. Ich habe jetzt zwar nicht so irgendwas Schlimmes. Es ist natürlich so,
Und ich glaube, das ist das, was die meisten Leute natürlich so möglicherweise beschäftigt und auch zu Recht. Was ist, wenn ich das mache? Und dann kommt irgendwas raus, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Was meistens der Fall ist. Also eigentlich 99,9%. Bis hin zu Dingen, die sie vielleicht eben vergessen haben, weil das Gehirn in dem Moment eben gesagt hat, pass auf, das vergisst du jetzt mal, weil das kannst du jetzt gerade nicht handeln. Also vergisst du es. Was ja auch ein gesunder Mechanismus ist in diesem Moment oft. Aber dann kommt irgendwann so ein Moment und das ist ja so in einigen Fällen, also wie gesagt, ich habe es, ist genau meine Erfahrung, wo diese Dinge eben, die ja schon so lange her sind, irgendwie in verschiedenen Bildern, in so einer eigentlich, ich sage jetzt mal eher so Lifestyle-Erfahrung, plötzlich wieder da sind. Und dann ist es oft so, dass man das natürlich ja selber eigentlich auch immer wusste, Yes. aber man will Unterdrückt. es halt nicht Ja. annehmen. So. Und das kann, also ich glaube, das Ding ist oft, dass die meisten Leute würden das total interessant finden, weil, also auch wenn sie wissen, dir kann nichts passieren und du bist da beschützt und aber ich glaube, instinktiv weiß man, okay, was ist, wenn ich da was sehe, was mir zum Beispiel sagt, deine Firma, alles gut und schön, aber it's not your thing. Oder deine Oder die Beziehung, was auch Beziehung, immer. Ich meine, genau, ja. und natürlich ist es so, dass Dinge in einem passieren. Ich meine, das ist quasi fast, ich meine, es gibt jetzt zum Beispiel Leute, die sagen, ja, ich habe einfach 6 Stunden eine Landschaft gesehen. Oder es muss ja nicht immer irgendwelche dramatischen Filmszenen sehen, die man sieht. Ne? Es kann einfach eine schöne, ruhige Erfahrung sein. Aber auch die kann halt plötzlich Dinge in dir auslösen. Und ich glaube, das ist das, wovor die meisten Leute, naja, vielleicht auch Angst haben. Und das ist ja auch verständlich, weil ich meine, das sind ja auch manchmal Dinge, die man nicht nur manchmal, du weißt es nie. Wie du gerade gesagt hast, wenn ich jetzt nochmal zur Synthesis fahre, weiß ich nicht, was mich erwartet, was da kommt. I have no idea. Neugierde ist immer gut, wenn man die mitbringt, weil die wird befriedigt mit Naja, Sicherheit. klar. Ja. Aber was du gerade sagtest, das wollte ich noch kurz dazu Ja. einwerfen, weil das ist die Angst, die ich immer höre von Leuten, ist, mein Leben ist doch gerade ganz gut und ich möchte nicht, dass ich da als andere Person herauskomme. Wer bin ich dann danach? Bin ich dann noch ich selbst? Und dann sage ich das, was du gerade Genau. gemeint hattest, so schön, alles, was dir da offenbart wird, steckt bereits in dir. Es ist nichts, was du da Genau. gezeigt bekommst, Ja. was nicht eh schon da wäre, nur es wird einmal der Deckel gehoben und wir dürfen einmal bitte da reinschauen in diesen ganzen Tohuwabohu-Laden und dann heißt, ja, und jetzt mach mal weiter damit. Und dann ist plötzlich der Genau. Moment da, wo dann Leute realisieren, oh shit, das war die ganze Zeit schon da und ich habe es nur weggedrückt oder verdrängt und nicht Klar. zulassen wollen und jetzt verstehe ich die komischen Gefühle, die ich habe in der und der Situation oder warum ich mich nicht wohlfühle in dem Umstand, rührt daher gegebenenfalls. Und jetzt darf ich aber, jetzt besteht die Möglichkeit, vielleicht zum ersten Mal im Leben, daran zu arbeiten und bedeutet, okay, jetzt habe ich was, mit dem ich arbeiten kann. Ich habe es einmal gesehen, gespürt, erlebt, kann das greifen. Let's go. Und dann gibt es die Möglichkeit, ich gehe den Weg weiter und arbeite da weiter dran. Deswegen Stichwort Integration, ultra wichtig. Es geht sehr, sehr, sehr lange danach weiter und man darf dann damit anfangen. Das heißt, die erste psychedelische Erfahrung ist für mich der Startschuss von der eigentlichen Journey. Das ist eine Journey an sich, die Reise, aber Total. die wesentlich wichtigere aus meiner Sicht ist die, die danach folgt und zwar in deinem normalen Alltag. Und du darfst dann Absolut. die Dinge integrieren und dann zu einer Person werden, die du eh schon lange bist, aber die du gegebenenfalls vergessen hast, die du im Kern eigentlich schon immer warst. Und so sage ich das. Es geht mehr, für mich geht es mehr um ein Verlernen von Dingen, die wir uns angelernt haben, weil wir gedacht haben, die müssen wir so tun, sondern mehr zu einem Kern zurückkommen, der wir eigentlich schon die ganze Zeit sind, ja, und vielleicht noch nie sein durften. Und das ist der Genau. Unterschied. Ja. Das und ich meine, das ist ja auch so ein bisschen unser Ziel bei den New Health Club, ist, dass es irgendwann so ist, dass man diese Erfahrungen in Retreats oder dort ist es halt am sinnvollsten, finde ich, so macht, dass es so eine Normalität hat, wie man eben sagt, okay, ich gehe zu meinem Coach und bin hier gerade in einer Transition mit meinem Job oder nach der Scheidung, wie auch immer, und will da einfach so eine andere Einsicht haben, sozusagen. Und ich meine, das Ding ist ja, diese
diese Idee, wie wir Psychedelics lange betrachtet haben, oder jetzt hört es ja langsam, ganz langsam auf, dass es eben was Illegales, Schlimmes, Verrücktmachendes ist, ist ja, wie wir wissen, hat ja eben sehr viel mit der quasi Stigmatisierung zu tun, die eben damals so, ich glaube, in Amerika war es schon 1966, hat Richard Nixon das schon alles verboten. Und ich glaube, weltweit war es dann 71 als Schedule One Drug gekennzeichnet, also auf demselben Level wie wir Heroin und Kokain. Allein schon so diese Gleichstellung mit diesen anderen Arten von Drogen ist ja natürlich schon so ein Killer sozusagen für die meisten Leute, wenn sie nur LSD hören würden oder Psilocybin. Und ich glaube, sowas, was ja jetzt gerade passiert, auch in dieser neuen Industry und Branche, wie man so sagt, ist es ja, dass man eben sagt, nee, man muss das alles nochmal komplett neu denken, so wie es eigentlich vorher und auch ja, wie wir jetzt wissen, tausende von Jahren ja auch vorher schon war. Weil wir wissen jetzt auch, es gibt dieses tolle Buch von Brian Burarescu über quasi die katholische Religion und die katholische Kultur und Psychedelics, wie das quasi schon bevor die Kirche entstanden ist, richtig, also in den Vorchristentum schon eingesetzt wurde für bestimmte Erlebnisse. Und zum Beispiel, dass es im katholischen Kontext auch so ein psychedelisches Bier gab, was wie so eine Art normales Ritualgetränk funktionierte. Und erst als es Protestanten gab, die haben dann diese Psychedelic-Elemente rausgenommen aus dem Bier, yes, in der protestantischen Abteilung. Also das heißt, so diese Idee einer, ja, sagen wir, spirituellen Erfahrung mit Hilfe von Substanzen ist eigentlich schon mehrere tausend Jahre alt. Also wie gesagt, griechische Kultur, Katholizismus, Maya, südamerikanische Kultur ist es ja eh immer noch ein Teil davon. Also das heißt, das ist, glaube ich, die Richtung, in die das gerade wieder auf so eine Art zurückgedacht wird, weil man eben jetzt auch sehen kann, okay, warum wurde es eigentlich kriminalisiert? Und bei Nixon war es damals, um zu sagen, Leute, die in den Vietnamkrieg gehen und LSD nehmen, erschießen halt niemand mehr, was auch stimmt. Also er hat es halt so argumentiert, es war halt einfach so eine politische und auch so eine kulturell, würde ich sagen, getriggerte Strategie, dass man eben all diese ganzen neuen Bewusstseinsrichtungen verbietet, um es mal kurz zu sagen. Was ja zu der Zeit eben auch entstanden ist in Esalen und so weiter. Also auf jeden Fall, ich glaube, da bewegen wir uns auf eine Art wieder hin, auf die Zeit vor 66 oder vor 71, je nachdem. Nur eben tollerweise, und das ist halt auch nochmal hier wichtig zu sagen, wirklich sehr, sehr stark unterstützt durch extrem etablierte wissenschaftliche Institutionen wie das Imperial College in London, Johns Hopkins in Amerika oder auch in der Schweiz, in Zürich und in Basel, natürlich da, wo Albert Hofmann angefangen hat. Also und in Deutschland jetzt auch eben. Mhm. Und das ist einfach so, ich glaube, dieses Jahr 2021, wenn wir da jetzt Dezember 2021 haben, wird es wahrscheinlich nochmal einen sehr großen Fortschritt in die Richtung gegeben haben. Es ist der Riesenunterschied zu Vorpropaganda-Verbotzeit zu jetzt, dass wir sehr viel mehr, genau, auch in dieser Schlummerphase jetzt Zeit hatten, zum Glück durch sehr viel Untergrundarbeit, aber auch durch Leute wie Stanislav Grof und Co., dass so viel Material vorhanden ist, dass jetzt durch wissenschaftliche Studien belegt, mehr und mehr belegt werden kann. Genau. Und diesen Gap, absolut, schließen können zwischen, okay, auf der einen Seite mystische spirituelle Erfahrung und die persönlichen Erfahrungsberichte von Menschen, die danach tatsächlich sagen, es hat sich was gravierend verändert, und den Link aber zu schließen zu, wir können über MRI-Scans im Gehirn nachvollziehen, was passiert, wir können komplett die Leute die ganze Systemzeit überwachen und danach wirklich messbar aufzeigen, was biochemisch hier in unserem Gehirn zum Beispiel passiert, und jetzt diese Brücke zu schlagen, und das macht ja das Imperial College unglaublich stark und super gut und sind damit Vorreiter gewesen. Und wenn man sich Interviews anguckt von Roland Griffiths und Co., der ja mit so begonnen hatte mit dem ganzen Thema, das ist der Riesenunterschied zu noch von nicht allzu langer Zeit, weshalb es mir auch extrem viel Hoffnung gibt, dass wir jetzt aus den damaligen Fehlern lernen können. Deswegen das in einem sehr professionellen, sauberen Rahmen durch entsprechend bewusste Aufklärungsarbeit, so wie wir das jetzt tun, so würde ich das auch subsumieren. Ja, wir sprechen darüber. Ja. Zum einen über
was passiert tatsächlich, aber auch persönliche Erfahrung, um dieses Entstigmatisieren so ein bisschen zu unterstützen, weil wenn ich da überlege, vor 6 Jahren, als ich noch gar keinerlei Bezug hatte zu psychedelischen Erfahrungen, dann kannte ich es eben auch nur als Horrortrips und Stories. Und klar, na ist klar, das Gleiche wie Heroin. Und wenn ich es nehme, springe ich von der Brücke und sehe pinke Elefanten und Co. Ja, kennen wir alle die Stories. Ja. Und dass es eben nicht so ist. Und wie du sagst, ja, jemand, der LSD nimmt, der schießt keinen Vietnamkrieg, haben die natürlich ein Mittel gesucht, wie sie den Leuten eindoktrinieren können, dass sie bitte weiter dem System folgen sollen. Weil jemand, der eine psychedelische Erfahrung gemacht hat, vor allem in einer hohen Dosis, gegebenenfalls anfängt, auf sich selber zu hören und nicht mehr einfach blind irgendwelchen Regeln folgt, das ist nicht so intelligent für jemanden, der möchte, dass ganz viele Menschen in eine Richtung marschieren. Und wir haben viel gelernt aus der Zeit und sind jetzt im 2021, in dem Jahr, wie du sagst, glaube ich, wird eine Menge passieren. Es gibt immer mehr Institutionen, die sich in die Richtung bewegen. Wir bieten dann auch hoffentlich demnächst aus Deutschland heraus solche Möglichkeiten mehr und mehr an, dass Leute jetzt in Niederlanden, im Nachbarland, das auch in legalem Rahmen machen können. Und die Möglichkeit sehen darin, mehr zu sich selbst zu kommen. Man braucht keine extreme Mental Health Disease diagnostiziert bekommen, um damit anzufangen. Ich glaube, das Einzige, was man letztendlich mitbringen muss, ist den Mut und das Vertrauen, in sich selber schauen zu wollen, um rauszubekommen, wer man wirklich da drin ist. Also ich glaube, dass längerfristig kann ich mir sogar vorstellen, dass es so eine Art Vorbeugung sein kann für Depressionen und Mental Health Probleme, die man irgendwann mal richtig hat. Weil, also wenn man jetzt überlegt, okay, man macht das zum ersten Mal in seinen Mitte oder späten 20ern, so eine Erfahrung zum Beispiel. Das ist ja zum Beispiel oft eine Zeit, also daran erinnere ich mich mit 27, es ist ja wirklich dieses Klischee, ne? Wie viele so Rockmusiker mit 27 starben. Aber es ist zum Beispiel tatsächlich eine Zeit, finde ich, das ist so die erste Runde im Leben oft, wo man wirklich so merkt, okay, oh, das dachte ich ist so, das stimmt nicht, das stimmt auch nicht, das ist auch ganz anders. Und man muss plötzlich so ein gegen 30 zum ersten Mal so überlegen, wie das eigene Leben eigentlich sein könnte. Oder wird auch viele Missverständnisse, die man mit sich selber hat, uns aufmerksam gemacht. Und wenn ich mir zum Beispiel überlege, es würde jetzt so in Zukunft so ein System geben, wo man, oder eine Therapiestruktur, wo man eben relativ früh diese Erkenntnisse treffen kann und gar nicht mehr quasi in die Gefahr kommt, dann vielleicht in seinen 40ern oder 50ern wirklich an der Depression zu leiden zum Beispiel. Weil man eben in der Zeit in seinem Leben vielleicht Entscheidungen getroffen hat, von denen man denkt, okay, ich muss das ja jetzt so machen, ich muss ja XYZ machen, ich muss diesen Job machen, ich muss diese Karriere, ich muss heiraten, ich muss nicht heiraten und so weiter. Und plötzlich hat man vielleicht eine Struktur irgendwann, wo man viel früher die Möglichkeit hat, sich selbst diese Entscheidung wie so ein TÜV nochmal zu überprüfen, sozusagen. Ja, das ist schön. Also so eine Art ja, also doch, aber ich finde es wirklich, das ist immer so ein ganz guter Gedanke, weil das Faszinierende daran ist ja, dass man selber, also die Person, die das macht, hat die Informationen über sich selbst, von sich selbst. Yes. Und kann es dann nochmal mit einem anderen Support richtig auspacken. Aber das ist was anderes, als wenn eben eine, ne, wie auch immer geartete, ein Chef, ein Eltern, Ehepartner, Freund, wie auch immer das Umfeld gewichtet ist, die ganze Zeit eben sagt, ja, du müsstest doch oder du könntest doch, aber wie wäre es nicht, wenn du? Und irgendwann wissen wir, wer es ist. Irgendwann möchte man zum Beispiel auch welcher Person auch immer in seinem Leben dann eben gefallen oder möchte so don't rock the boat und so weiter und bewegt sich irgendwann in ein Leben, das man vielleicht selber gar nicht gewählt hätte. Und was ja, wie wir wissen, einer der Gründe ist, was bei vielen Leuten eben später, vor allen Dingen später im Leben, zu einer Depression führt. Zum Beispiel. Ja, und das, ich glaube, dieser Vorbeugungsgedanke, also wie früher diese, man kann Karies vorbeugen, sozusagen. Ne? Yes. In den 70ern, diese kleinen, ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Werbung, wo man diese kleinen roten Tabletten essen musste in der Werbung. Und dann haben die Kinder immer gezeigt, wo die Karies schon entsteht. Genau, super geiles Bild. Und ja, so kann man sich das vorstellen. So würde ich mir das wünschen, dass wir zukünftig darüber so denken können, ja. Ob das jetzt ein psychedelischer TÜV oder ein LSD-Führerschein oder wie auch immer man es nennen mag, aber es gibt eine Art von, gibt alles. Ja, eine Möglichkeit für jemanden, der selbst entscheiden darf, es ist keine Pflicht, aber jeder darf, wenn er möchte, sich diesen Substanzen, diesen Mitteln zu Hilfe nehmen und dann
mal so einen Quality-Check machen, bin ich auf dem richtigen Weg, möchte ich den weitergehen und kann dann, wie du sagst, ob jetzt ein Post-Damage sagst, du alle zweimal im Jahr Psilocybin oder einmal im Jahr ein größeres Erlebnis, aber einfach so ein, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Und danach habe ich mir selber die Antwort Genau. gegeben und nicht irgendwer anders. Und das ist der springende Punkt, sondern du selbst weißt Und danach. gleichzeitig, genau, Ja. und gleichzeitig ist aber ein sehr wichtiger Punkt, den man da erwähnen sollte, dass da würden ja jetzt einige Leute, die das hören, sagen, ja, okay, dann ist halt jeder jetzt macht jetzt jeder seinen Ego-Film, wenn er herausgefunden hat, was er mit seinem Trip, da mit seinem Ayahuasca-Trip erfahren hat. Aber parallel dazu, und das ist wahrscheinlich auch das Faszinierende, weil auch Unerklärliche, passiert bei sehr vielen Leuten, die das machen, eben wirklich, also wirklich so eine Art Ego-Auflösung, dass sie einfach sich selber, zwar ihre, sagen wir mal, ihr Leben vor sich sehen, was sie gerne führen würden, vielleicht eher als ohne diese Erfahrung, aber gleichzeitig auch so eine Offenheit, also Empathie, Inklusion anderen Leuten gegenüber erleben oder auch plötzlich an den Tag legen, die ja eigentlich eine relativ normale menschliche Struktur ist, nur die wir irgendwann halt eben als unattraktiv gelernt haben, weil man eben ja da nicht sein Ding machen kann und so weiter. Aber die quasi wie so automatisch kommt. Und dann finde ich so weitergedacht, ist es so, das ist zumindest so meine Erfahrung letztes Jahr gewesen beim New Hearts Club, so wenn es um Entscheidungen ging, wo ich aus irgendwelchen Gründen mich selber gar nicht so als Person, als Face, als CEO, quasi in den Vordergrund gestellt habe oder einfach dachte, naja, okay, das andere ist wichtiger, dass die anderen Leute das irgendwie mehr verstehen oder dass ich darüber jetzt irgendwas sagen kann, dann waren das oft sogar die Momente, die mich am erfolgreichsten gemacht haben. Also wenn ich eben nicht gedacht habe, bin ich da halt super fotografiert oder ich so, ich muss die Haare hochmachen, sehe ich scheiße aus und einem Podcast oder irgendwas. So, früher hätte ich mich da, glaube ich, oh Gott, wie das denkt der jetzt über mich und so weiter, dieser ganze Rattenschwanz, der da dranhängt, es findet einfach alles nicht mehr statt. Und weil es nicht mehr stattfindet, entstehen daraus wirklich grundlegende neue Dinge, würde ich wirklich sagen. Also nicht nur bei mir, so glaube ich generell einfach. Aber das ist ja das auch, was Sam Harris und solche Leute oder auch Tim Ferriss immer sehr gut in ihren Beiträgen schon oft so gut erklärt haben, finde ich. Amen. Ja, und das ist Ja. definitiv so, dieses Wort, das kommt dann immer mit, ist Interconnectedness, ob man das jetzt bezieht auf sich und die Umwelt, die Natur, aber auch zwischenmenschlich. Das ist eben, Ja. das geht der Gegensatz zu, ich bin dann Ja. komplett in meinem Ego-Film und fahre nur noch meine eigene Schiene, sondern tatsächlich kommt danach eher dieses Gefühl, wie kann ich geben, wie kann ich meine Geschenke, meine Fähigkeiten bestmöglich einsetzen, um was Gutes damit zu tun für mich, aber natürlich auch für alle anderen um mich herum. Und das ist eigentlich immer mit der Outcome aus so einer Erfahrung. Und deswegen sage ich, je mehr sich trauen, Stimmt. so eine Erfahrung zu machen, desto besser ist es auch fürs Kollektiv, für die einzelne Person, aber unausweichlich auch Ja. für das Kollektiv. Und es wird so einen Ripple-Effekt haben zu allen möglichen Personen, die mit dieser Person in Verbindung stehen, dass es für mich immer schön ist zu sehen, wie viele Leute sich jetzt mehr und mehr trauen, auch durch so ein Gespräch mit dir jetzt vielleicht Leute, wieder drei Leute sich mehr trauen. Vielleicht fängt jetzt einer an mit einer Ketamintherapie in Berlin durch den Talk. Und ich so, eine Person, das ist so viel wert, ja, Klar, und die eine ja. Person führt zum nächsten und so weiter und so fort. Das ist so ein Dominoeffekt, der dadurch erzielt werden kann. So schön. Also ich glaub, dass das Wichtigste für mich oder für auch die Company ist, dass man wirklich so eine Kommunikation anfängt über dieses Thema, die wirklich sagt, das hat nichts mit irgendwelchen Club-Ausgeh-High-Sein. Ich war einfach mal 3 Wochen untergetaucht, Drug Addiction Sachen zu tun hat. Also was nicht heißt, dass es nicht Leute gibt, die gesagt haben, ich damals als ich ausging, hatte ich ein paar Mal auch psychedelische Erfahrungen, die sehr toll waren. Ja. Das ist ja auch eine Privatangelegenheit, die jeder selber entscheiden muss. Aber wichtig ist jetzt in diesem Zeitalter, in das wir da eintreten, dass man es wirklich kommuniziert, finde ich, als was wirklich so ist wie zum Zahnarzt gehen oder Yes. zum einmal im Jahr zum Check-up gehen, um zu gucken, ob deine in die Mayo-Klinik Ja. gehst und einmal alles durchchecken lässt, sozusagen. Yes. Also, weil das wirklich so diese, und jetzt, ich habe das am Anfang auch vor ein, 2 Jahren auch gar nicht so richtig verstanden, aber ich glaube wirklich, dass
diese Begriffe und diese Bedeutung, die es eben um Psychedelics gab oder natürlich immer noch gibt, also diese Negativkonnotationen, das muss quasi beseitigt werden, ja, und quasi wieder, also durch eine ganz neue Sprache quasi ersetzt werden, ja, damit man einfach nicht mehr diese Idee hat von so, oder, alles ist eine Kategorie. Ja, weiß man ja auch. Ja, und das alles ist eine Kategorie, oder auch natürlich so tolle Berichterstattung wie Mädchen 20 stirbt nach Ayahuasca-Trip und so weiter. Genau. Ne? Oder diese ganzen so, und das wird natürlich kommen, also klar, weil es wird Leute geben, die das irgendwie da vielleicht nicht aufpassen, die sich einfach irgendwo einbuchen, wo sie nichts drüber wissen, vielleicht auch aus Verzweiflung, weil sie nicht wissen, was sie noch machen sollen. Und das ist zum Beispiel auch so ein Punkt. Deshalb, diese Entstigmatisierung ist, finde ich, genauso wichtig wie so wirtschaftliche Überlegungen in dieser ganzen neuen Branche, weil es wirklich für viele Leute so ein Thema ist, wo sie einfach sich natürlich auch, mag es sehr schlimm sein oder weniger schlimm, aber sich natürlich irgendwie doch alleine gelassen fühlen, weil viele Menschen halt auch, glaube ich, in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht haben, dass, wie gesagt, nochmal, dass diese klassischen Dinge, Yoga, Meditation, Therapie, für sie einfach nicht funktionieren. So, und was, und dann kam oft dieser Moment, und das habe ich vor allen Dingen, haben wir vor allen Dingen letztes Jahr erlebt, mit den E-Mails, die wir bekommen haben, dann sagen Leute einfach, bottom line, ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll. Ich habe ja jetzt schon alles versucht, so dieses, was ich denn hätte machen sollen. Aber was ist denn dann? Was würde man dann, also okay, dann bleibt noch übrig, man kann sich dann in die Psychiatrie einliefern lassen. Das möchte man natürlich auf gar keinen Fall. Und man weiß auch, wie es dann dort sein wird, im Sinne von, klar, erstmal eine Hilfe, aber man geht eben in einen Zyklus von Psychopharmaka. Und da möchte man ja nicht hin, eigentlich. Also diese Verzweiflung von Leuten, die habe ich zum ersten Mal wirklich gemerkt, da im letzten Jahr mit der Art und Weise, wie die, obwohl sie mich nicht kannten, nichts wussten über mich, was Leute mir da quasi geschrieben haben. Da war ich wirklich geschockt, also dass es keine Orte gibt, an denen man dann eben weitergehen könnte. Dito, und ich sehe das genauso, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, je mehr ich mit Menschen spreche dazu, nur weil die Menschen sich nicht trauen, darüber zu reden, heißt es nicht, dass sie nicht damit zu kämpfen haben jeden Tag. Und wenn du sagst, man hoffentlich irgendwann an den Punkt kommt, wo das mehr gesehen wird als ein Retreat-Modus, man macht das einmal im Jahr für sich. Ich sage immer, eine psychedelische Erfahrung sollte nie gemacht werden aus dem Grund des Vergessens, der Verdrängung. Deswegen dieser Aspekt mit, ich tripp mal auf einer Party und will, mein Job ist scheiße, mein Leben auch, und jetzt schmeiße ich mir am Samstag was rein und dann bin ich kurz woanders. Sondern wir machen das, um gewisse Dinge hervorzuheben. Das Gegenteil ist der Fall. Genau. Wir wollen das Scheinwerferlicht auf die Probleme scheinen lassen, um dann damit arbeiten zu können. Und wenn wir das mal hinbekommen, über längere Zeit jetzt hinweg immer darüber reden und zu dieser Instigmatisierung führen können und neues Wording finden, dass Leute verstehen, okay, das ist Arbeit, es ist kein Fun und tatata, und man kann da sehr schöne Erfahrungen haben, ja, man liegt da vielleicht mal 6 Stunden in der Badewanne voller Liebe, es kann aber auch sein, dass ich 4 Stunden lang durch die Hölle fahre und danach geht es auch weiter, aber you never know, aber dass der Aspekt der Arbeit ist, wirklich tief reinzuschauen, nicht zu verdrängen, sondern hervorzuheben, um dann damit arbeiten zu können. Wenn wir an so einen Punkt kommen und Leute das realisieren, dann haben wir aus meiner Sicht schon unglaublich viel geschafft, damit wir überhaupt mal die Tore aufmachen können für weitere Möglichkeiten, die die Menschen aktuell noch gar nicht sehen. Ich glaube, was du gerade gesagt hast, ist nochmal ein guter Punkt, dieses, hat man 6 Stunden lang Liebe oder 6 Stunden lang Hölle. Ich glaube, das wirklich Faszinierende an diesen Erfahrungen ist, dass man einfach zum ersten Mal in der Lage ist, so keine Bewertung für Dinge präsentiert zu bekommen. Weder von irgendeiner anderen Person, noch von deinem eigenen Wertesystem, weil das nämlich dann ausgeschaltet ist gerade mal. Und was ja wiederum, das sollte man vielleicht auch sagen, genau der Punkt ist, warum zum Beispiel diese MDMA-Therapie, die ja gerade von MAPS und verschiedenen anderen Leuten jetzt wirklich tollerweise so weit gebracht ist, dass sie kurz vor der FDA-Approval steht. Ja. FDA-Approval steht in Deutschland, in Europa geht es jetzt los. Also zum Beispiel, das ist eigentlich ein guter Moment nochmal zu sagen, dass zum Beispiel durch diese
Wertelosigkeit oder auch in dem Moment Detachment von der schlimmen Sache, die man erlebt hat, ist es Leuten eigentlich überhaupt erst möglich, sich Sachen wieder anzugucken in dieser psychedelischen, in dem Fall MDMA-Erfahrung, die sie mal gehabt haben und die sie einfach in einem, sagen wir mal, normalen Zustand nicht mehr aushalten würden. Also wenn sie zum Beispiel in einem ganz normalen Therapiezustand immer wieder darüber sprechen würden, wie es war, als damals dieser Unfall XY passiert ist oder wie sie im Krieg waren in Afghanistan, dann würde das ganze System das gar nicht schaffen. Ergo würde es sich nicht mehr daran erinnern oder nur ganz ausschnitthaft, was ja eben die Definition von posttraumatischem Stress ist, dass man sich deshalb nicht mehr daran erinnert, weil es einfach zu heftig wäre, wenn man sich in einem normalen Zustand daran erinnert. Aber psychedelische Erfahrungen können eben einen dorthin bringen, dass man durch diese Nichtbewertung einfach sich an dieses Ereignis mal erinnern kann und es überhaupt oftmals wieder erst nacherzählen kann, was man sonst oft gar nicht kann. Das reicht, wie gesagt, von so Missbraucherfahrungen bis hin zu Ex-Soldaten. Also Veteranen sind ja in Amerika auch ein großer Teil, wichtiger Teil, um diese psychedelischen Entstigmatisierungen da voranzutreiben, weil es denen natürlich sehr, sehr viel hilft mit ihren Erfahrungen und sie kommen zurück und wollen sich eigentlich. Viele sind halt sehr suizidgefährdet und haben dann eigentlich auch gar kein Leben mehr so richtig danach. Und ich glaube, das finde ich nochmal fast einer der wichtigsten Punkte, dass dieser Moment von absoluter Bewertungslosigkeit, also dass das oftmals eben auch ermöglicht, Dinge entweder ganz anders zu betrachten, sie zu verabschieden oder eben sie so zu definieren, dass man durch sie durcharbeiten kann, dann in einem Zustand, der dann vielleicht nicht mehr psychedelisch ist, sozusagen mit dem Therapeuten. Und das ist eben durch keine andere Substanz oder Substanzen ist es halt möglich Ja, in diesem Moment. bedingungslose Akzeptanz kann man vielleicht auch sagen von dem, was sich da präsentiert, vom Ja. Leben, von dem Moment, weil eine Wertung, Genau. die das durchs Ego passiert, die dann sagt, das ist schlecht für uns gewesen, ist es jetzt immer noch und wird es auch immer sein, zu, es ist gewesen, es hat wehgetan, es war Schmerz involviert, war es jetzt gut oder schlecht, das ist in dem Moment gar nicht mehr der Wertungsgrad, sondern es ist einfach passiert. Und Genau. deswegen gibt es jetzt einen gewissen Handlungsstrang, der bis ins Hier und Jetzt führt. Und deswegen habe ich mich so und so lange so verhalten. Aber ich habe realisiert, ich bin 20 Jahre älter und der Abuse oder das traumatische Erlebnis ist mir mit 17 passiert und nicht mehr jetzt. Und es hat nichts mehr im Hier und Jetzt zu suchen. Ich kann jetzt mal loslassen. Aber dafür muss ich es einmal erlebt haben, um diesen Griff von dieser Erfahrung loszubekommen. Und dann durch muss ich es einmal komplett emotional spüren, erleben, damit ich es loslassen kann. Und dadurch sind psychedelische Substanzen so eine wundersame Möglichkeit, das einmal erleben zu dürfen. Und gerade in so traumatischen Fällen, vielleicht für viele Leute die letzte Chance, bevor sie sich gegebenenfalls sonst das Leben nehmen würden. In den USA ist es tatsächlich so, ja. Also ich meine, es gab diese in dieser Goop-Episode auf Netflix von diesem The Goop Lab gab es diese eine Episode über Psilocybin oder so ein Mushroom Retreat und da gab es eben diesen ehemaligen Irak-Soldat John Lubecki, der sehr offen erzählte, dass er sich ja eigentlich versucht hat, fünfmal umzubringen. Und es klappte einfach nicht. Also deshalb hat er es fünfmal versucht. Und kurz bevor dem nächsten Mal hat er dann eben diesen Kontakt zu MAPS gefunden, also dieser Organisation in Amerika, die sich seit, muss man sagen, 20, 30 Jahren dafür einsetzt, eben Psychedelika wieder so zu betrachten als Tool. Und hat eben diese MDMA-Erfahrung gemacht oder diese MDMA-Therapie. Und war danach einfach nicht mehr suizidgefährdet und konnte langsam sein Leben wieder Postkrieg sozusagen wahrnehmen und leben. Und das Interessante ist, dass er wirklich halt, wie er auch darüber erzählt, also so, dass er einfach wirklich gedacht hat, okay, ich kriege zwar Geld von diesen ganzen Veteranenvereinen und theoretisch muss man da, glaube ich, auch nicht mehr wirklich arbeiten, aber trotzdem wollte er eigentlich nicht mehr leben. Und er konnte auch gar nicht verstehen, warum das so war, weil er hat ja überlebt, er kam aus dem Krieg, er hat eigentlich alles richtig gemacht und trotzdem und so weiter. Und das finde ich halt, es wird halt, ich finde es interessant, dass es immer mehr verschiedene Bereiche und Zusammenhänge gibt, wo plötzlich, aus denen plötzlich kommuniziert wird,
Ohne MDMA, ohne Ayahuasca, ohne Psilocybin wäre ich nicht mehr im Leben oder hätte ich das und das. Und es gibt halt eben nicht mehr nur diese eine Ebene, sondern es kommen halt so viele verschiedene Kontexte zusammen gerade, die so ein ganz, ganz neues Bild eben davon auch zeichnen. Oh, so schön. Und mit dir darüber zu reden, da geht mein Herz auf, weil ich dann merke, oh Gott sei Dank, mehr und mehr davon, mehr positive Nachrichten zu dem Thema, weil es einfach, für mich ist es immer der schönste Moment in auch einer begleiteten Reise mit einer Person, diesen Moment danach im Gesicht von der Person, die dann davor vielleicht unglaubliche Angst, Respekt hatte und danach da rauskommt und sagt, vielleicht die Worte gar nicht finden kann, aber auch keine Worte finden muss, weil das Gesicht und der Ausdruck sagt eigentlich schon alles und ist so, wow. Klar. What just happened? I have no Ja. fucking idea. Und wie geht es jetzt Ja. weiter? Der Moment ist so, ja, yeah, I know, I know. Ja, heftig. Ich muss mich immer zügeln, nicht zu euphorisch zu sein bei dem Thema, aber es fällt mir sehr schwer zum Teil, weil es einfach so powerful ist, ja. Yeah. Ja, aber ich glaube, wir haben das jetzt ganz gut so, also gesagt, dass es ja eben ganz klar ist, dass es um einen bestimmten Rahmen gehen muss, Ganz genau. dass es nichts damit zu tun hat, so mal gucken, wo kann ich irgendwie am Wochenende mich auschecken und so weiter. Das, es ist natürlich eine, ab einem bestimmten Alter ist man erwachsen und kann das selber entscheiden, ob man das machen möchte, weil es muss ja nicht immer nur vor Corona, ich weiß nicht, dass die Normalität ist, man geht am Wochenende. Die meisten Leute, man geht am Wochenende irgendwo hin oder in der Woche dreimal und trinkt halt wahnsinnig viel Alkohol über die Woche und es ist halt total super und Genau. normal und so weiter. Was letztendlich auch nichts anderes bedeutet, als man will eigentlich irgendwas nicht Wow. wahrhaben. Also davon, mittlerweile bin ich davon wirklich überzeugt, dass das eben einer der Gründe ist, warum Leute das machen. Und klar, es kann mal irgendwann witzig sein zwischendurch, aber so diese Normalität, also gerade bei Alkohol, hier in dieser Berlin-Welt, als ich da aus LA wieder zurückkam, ist mir das zum ersten Mal so richtig erst klar geworden, was das für eine große Normalität hat, dass Leute eigentlich alle 2 Tage total betrunken sind. Oder viele. Und dass es nobody cares, so After richtig. work Und drinks, natürlich, das, was man ja. ab 15 Uhr freut man sich auf genau den Moment, wenn ich auschecken darf. Genau. Ja, super. Ja, dafür Ja. lebt man quasi. So, Genau, ne? und fürs Wochenende nochmal mehr für den einen Tag, wo ich so Ja. richtig knallen lassen kann. Ja, Genau. leider ist das total angesagt und normal und die anderen Themen nicht, aber deswegen reden wir dazu. Ich könnte auch mit dir jetzt noch 5 Stunden weiter dazu reden, aber ich glaube, ich würde mir ein paar Dinge aufheben für ein zweites Recording. Ich habe mir noch Ja, klar. zwei Dinge aufgeschrieben, die mich interessieren würden. Jetzt hast du Ja. letztes Jahr unglaublich tolle und viele Leute in deinem Podcast gehabt. Und ich meine, mit allen, wo ich mir angehört habe, dachte ich mir so, wow, was für Ikonen zum Teil. Gab es eine Episode, ein Gesprächspartner, wo dir noch jetzt in Erinnerung ist, wo du sagst, das war so mein Lieblingstalk? Und wenn der gleiche oder sonst auch ein anderer, was war so dein Key Takeaway aus all den Gesprächen, die für dich so Aus all den fundamental waren? Gesprächen, Aus all ja. den, ja, das war eine Menge, ich weiß, aber vielleicht. Ich muss sagen, also erstens fand ich interessant, dass viele der Gründer, also CEOs oder Founder, also ich würde es fast so sagen, die interessantesten waren schon eigentlich die, die selber mal so eine Erfahrung gemacht haben, was ja eigentlich fast alle waren, die auf dem Podcast waren. Und ich glaube, also aus sehr unterschiedlichen Gründen einfach, Ja. ne? Gar nicht jetzt so die einen, weil sie gemerkt haben, sie haben ein Suchtproblem, sie können das irgendwie nicht anders in den Griff bekommen. Das fand ich zum Beispiel interessant, dass so viele, die diese Erfahrung gemacht haben, diese Erfahrung per se sie noch weiter überzeugt hat, das als Company zu denken und dass es irgendwie Sinn macht, andere Leute davon profitieren zu lassen. Das war eigentlich so ein grundlegendes Thema. Und ich muss mal überlegen, also was mich am meisten wahrscheinlich so berührt hat, also abgesehen davon, dass ich das von Christian Angermeier wirklich so eine der interessantesten fand, weil das halt einfach so eine klare Vision ist, die er da hatte. Also wir haben ja den ersten schon im Dezember letzten Jahres gemacht. Das war zum ersten Mal, dass ich eigentlich so hörte, wow, da ist eigentlich dieser ganze Kontext, sondern und nicht nur hier ist eine Depression, die muss man mal kurz behandeln. Aber zum Beispiel dieser Podcast mit Daniel Carcillo, ne? Dieser ehemalige NHL-Player, der quasi so verschiedene Concussions hatte, ne? Also diese, wie heißt das? Erschütterung, oder? Ist es nicht? Erschütterung, genau, richtig, genau. Also wenn man das Gehirn quasi durch diesen Sport einfach sehr erschüttert wird,
hatte er ja offensichtlich starke Probleme mit seiner Depression danach und hat dann eben auch, ne, den klassischen Weg, alles versucht, nichts geholfen. Er wollte Tschüss sagen und hat dann eben auch durch seine Psilocybin-Erfahrung wieder zurückgefunden. Und dieser Podcast und der von Melissa Lavassani, also er ist Decriminalized Chicago, sie ist Decriminalized Washington. Und sie erzählte eben über ihre Postpartum-Depression beim zweiten Kind, vor allen Dingen besonders stark, wo sie auch dachte, sie kann eigentlich nicht mehr weiterleben, obwohl alles ganz toll war drumherum. Und ich fand diese beiden, fand ich so besonders toll, weil das emotional für mich, weil das eben zwei Leute waren, die einmal aus einem super Karriere, alles ist eigentlich super cool Leben kam und plötzlich hat nichts mehr funktioniert. Und Melissa eben aus so einem sogenannten ganz normalen Leben, also zwei Kinder, super Job, normale Existenz ohne große manisch-depressive Auswüchse von High Glamour zu Arm, also einfach ein ganz normaler, konstantes Leben. Und ich fand es bei beiden so interessant, wie sie eben so offen auch darüber erzählt haben, dass sie eigentlich wirklich vor dieser Entscheidung standen, dass sie sich umbringen wollen. Und zwar ohne auf eine Art, das so zu erzählen, wie wir das eben meistens kennen, aus so schlechten Tatorts oder irgendwie, ach ja, das ist ja klar, dass die Person sich umbringen wollte, weil der hatte ja auch das und das. Also diese Kausalität fehlte auf einmal auf eine Art, so, ne? Die man eben in so einem Medien- oder Filmstorytelling hat. So, kein Wunder, wenn ich das erleben würde, dann würde ich das auch denken. Und an die beiden habe ich am meisten gedacht, weil das halt so Leute waren, mit denen ich wahrscheinlich so befreundet wäre, wenn ich die jetzt hier treffen. Also, oder wir haben auch genau immer gleich so einen sehr freundschaftlichen Vibe gehabt, die beiden. Also, so ähnliches Alter, ähnliche, ne, Geschichte kann man nicht sagen, aber so, es war halt alles so, wie wenn man eben hier sagen würde: Oh, super, die habe ich da kennengelernt, die fand ich voll nett und so weiter. Und plötzlich gab es halt diese Geschichte. Und ich glaube eben, es hat mich, finde ich, deshalb so toll, weil eben genau solche Geschichten die meisten Leute dazu bewegen werden, zu sagen: Pass mal auf, die Frau, zwei Kinder, die hat einen Mann, die ist total responsible. Wenn die das eben gemacht hat und das hat sie gerettet, dann mache ich das jetzt auch mal. Oder wie sie es eben selber erzählt, dass sie gesagt hat, sie hatte wirklich einfach keine Ahnung mehr nach allen Tabletten. Und dann ist sie eben im Auto gefahren mit ihrem Mann nach Thanksgiving, sind zu den Eltern gefahren und haben eben Joe Rogan gehört und haben da gehört, wie er über Psilocybin geredet hat und über diese Wirkung. Und so hat sie davon gehört. Also auch bei jemand, der das eben sehr entstigmatisiert erzählt, ohne dass er sagt so, oh guys, it's the best thing in the world. Vielleicht sagt er das auch mal zwischendurch, aber auf jeden Fall so. Also so, auf jeden Fall der das entstigmatisiert erzählt und auf eine Art erzählt, da hat sie es gehört und sie hat es weitergegeben in einem sehr erfolgreichen Proposition. Die Nummer weiß ich jetzt immer nicht mehr genau, wo 75% der Leute in Washington sich dafür entschieden haben, dass sie das als Möglichkeit haben wollten, wenn es den Moment kommt, wo sie eben so eine Behandlung bräuchten. Also das finde ich zum Beispiel so wirklich so eine Art coming full circle. Und ich meine, natürlich, jeder hat einen bestimmten Part in dieser Bewegung. Also Christian, J.R. Rahn sind diejenigen, die Aushängeschilder vielleicht, also vor allen Dingen Christian mit seinem doppelten Job als Gründer von der Thai, aber auch als großer Investor. Und dann gibt es eben Leute, die das halt quasi so personifizieren, was ihnen da passiert ist, und zwar auf eine Art, die für viele Leute eben nachvollziehbar ist. Und dann natürlich, was halt auch super wichtig ist, sind Leute, die das halt wirklich ausüben, also Leute, die Möglichkeit bieten, so wie Martijn Schirp von Synthesis. Ich meine, jetzt ist es der heiße Scheiß, aber vor 3 Jahren, 3, 4, 5 Jahren war es wahrscheinlich das nicht unbedingt. Und da musste man wahrscheinlich so, ja, einfach irgendwie komische Gespräche führen oder irgendwie, was man da Leuten zumutet und was das alles soll und so weiter. Also es ist wirklich so eine, ich finde es, wenn man, ich würde es eher fast so sagen, es sind, sagen wir mal, so 50, 60 Leute all together in dieser Branche oder vielleicht sind es auch fast 100, wo jeder eigentlich so ein Part übernimmt, der halt sehr wichtig ist für Gesamte Bewegung. diese Bewegung oder wie man es nennen will.
wie gesagt, der eine gibt Geld, der andere gibt Zeit, der andere gibt Erlebnis, der andere gibt Kommunikation. Und also ich muss sagen, so, ich finde, das ist wirklich eine der beglückendsten Branchen, in denen ich hier unterwegs war, also im Vergleich zu Medien zum Beispiel. Kann man auch sagen, weil du hast den Medienbezug, bei mir ist es ein anderer Corporate IT-Bezug. Aber oder bei dir eben Corporate, genau. Genau, ja. Und IT, und das ist aber, hier habe ich bisher noch nie das Gefühl gehabt von diesem klassischen Wettbewerbsdenken, weil es ist so, das ist eher der Gedanke ist, es gibt so viel Bedarf dafür und so wenig Angebot, meine Güte, ja, bitte mehr davon, egal wohin, in welcher Mannigfaltigkeit auch immer, jeder unterstützt da wen irgendwie, wie es geht, weil je mehr wir davon und das Volk sozusagen bekommen, mehr Wissen wir verbreiten, je mehr wir entstigmatisieren, desto besser für alle im gesamtheitlichen Kontext. Ja. Absolut. Und ich finde auch, dass man eben die Chance hat, wenn man da jetzt Teil davon ist, das auch so mitzugestalten. Und weil es ja auch gerade so eine junge Industrie ist, sagen wir mal, wie man so schön sagt, die aber gleichzeitig, und das ist zum Beispiel auch sehr sympathisch, ganz klar sich bemüht, diese Leute aus der sogenannten vielleicht First Wave, so wie Stanislav Grof oder Leute, die noch am Leben sind, der ist ja jetzt auch schon 90 Jahre alt, quasi reintroducen zu dieser neuen Welt. So, und nicht so, ja, was die damals gesagt haben, sondern ganz im Gegenteil, die Leute, die das quasi zum ersten Mal durchexistiert haben und auch wichtig waren, werden einfach sehr hoch geschätzt. Und das finde ich zum Beispiel auch sehr sympathisch. Ja, super, super sympathisch. Und deswegen auch vielen Dank an dich für deinen Beitrag. Du machst ja auch einen Riesenjob. Gerne. Und so, so, so super schön, mit dir das Gespräch zu führen. Wie gesagt, wir werden noch das ein oder andere, sobald Reisen wieder erlaubt ist, sehen wir uns in Berlin, werde ich dafür sorgen. Und dann machen wir vielleicht da ein zweites Recording. Genau. Vielen Dank dafür. Unbedingt. Ich habe immer eine Abschlussfrage zum Schluss. Die letzte, die kommt, die ist auch an dich gerichtet. Wenn du dir selber einen Tipp geben könntest vor deiner ersten LSD-Erfahrung, du könntest deinem damaligen Selbst ins Ohr flüstern und sagen, Anne, pass mal auf, so und so. Was würdest du dir sagen, wenn du dir was sagen würdest? Ich würde sagen, hab keine Angst. Alles ist weil gut. So, ich glaube, gerade vor der allerersten Erfahrung, ne, so, und dann auch noch LSD, hatte ich natürlich trotzdem alles so safer, natürlich hatte ich immer diesen Moment, wo ich dachte, okay, was ist, wenn ich jetzt was ganz Schreckliches sehe, was ich nicht aushalte? Und das Ding ist, wenn man es aber noch nicht erfahren hat, dann kann man gar nicht verstehen, dass auch das nicht was ist, was man nicht schafft, sondern man, wie wir eben gesagt haben, man ist dann in der Lage, dieses sogenannte schreckliche Erlebnis ganz anders anzuschauen. Und das kann man natürlich vorher gar nicht, man kann es relativ schlecht erklären einer Person, die das noch nicht gemacht hat. Und spätestens nach der ersten Erfahrung sagen die meisten, ach, jetzt weiß ich, was du meinst, dieses Anschauen und so weiter. Und insofern, also wenn alle Faktoren stimmen, also Setting, ne, diese ganzen, man hat vorher nicht irgendwie 3 Tage durchgefeiert und diese ganzen Sachen, dann ist es wirklich so, dass dir kann nichts passieren. Du kannst nur Informationen gewinnen. That's it. So gut. Also, was für ein Schlusswort. Wenn diese ganzen, genau, gutes Schlusswort. Aber wie gesagt, es ist wirklich nochmal wichtig zu betonen und ich sage das wirklich, weil es auch meine Erfahrung ist. Es muss einfach ganz klar sein, dass diese ganzen Set- und Setting-Dinge wirklich stimmen. Ja. Weil es ist schon so, wenn ich mir vorstelle, wenn das nicht gegeben wäre bei diesen Erfahrungen, die ich gemacht habe, dann wäre das wirklich für mich problematisch gewesen, ganz ehrlich. Also, ja. Du, ich, wenn ich die Gespräche führe und ich höre dann von Leuten, die mir von Ayahuasca-Erfahrungen berichten, die irgendwo in einem Keller bei irgendwas ganz Komischem, dann sage ich, stopp, stopp, stopp. Meine Erfahrung mit Ayahuasca war in Peru 2 Wochen in einem Retreat-Center und ich war 1 Monat davor in Vorbereitung mit der Diät, mit mentaler Vorbereitung und so weiter und einen Monat danach nochmal für die Integration. Ich war 3 Monate gegen dieses Erlebnis für mich und ich würde es auch nie anders machen und ich empfehle auch keinem, das in irgendeiner Art und Weise zu shortcutten und schnell nach dem Trip, das funktioniert so nicht. Und was sie dort auch verwendet haben als schöne Analogie war, wenn man das mal schnell so zwischendurch macht, das ist wie beim Zahnarzt, man kriegt kurz einmal so die Zahnreinigung. Zahnreinigung. Genau, die jährliche Zahnreinigung. Aber was dort dann passiert war die Wurzel-OP. Wirklich so richtig an den Kern von der Wurzel vom Zahn und hat das komplette Problem entwurzelt. Und das
Das kann man nicht anders erleben, indem man sich, wenn man sich nicht sauber darauf vorbereitet, darauf einlässt und dieses Set und Setting, die Dosage, alles, was drumherum gehört, mit einbezieht und das dann wirklich nicht als dieses Sacred Work, die da mitkommt, vor allem wenn man auch mit psychedelischen Substanzen wie Psilocybin arbeitet. Ich sehe, das wäre wieder ein separates Thema für einen Podcast, die Kombination zwischen wissenschaftlichem Ansatz und diesem klassischen esoterischen, mystischen, spirituellen, schamanistischen Rahmen, da irgendwie eine Balance zu finden und eine schöne Mitte zu treffen, wo man sowohl das eine als auch das andere mit einbezieht, ist unglaublich wichtig, dass diese Rahmenparameter stimmen für einen, für dieses profunde Erlebnis, das man haben möchte, um die Risiken, wie du gesagt hast, nahezu auszulöschen. Total. Ja. Absolut. Also, und, aber wenn das gegeben ist, ne, dann ist es wirklich, und das ist unter anderem übrigens auch einer der Gründe, warum Retreats manchmal mehr kosten, dann ist es halt auch wirklich so, dass dir nichts in dem Sinne passieren kann. So, außer dass du eben rauskommst und hast einfach richtig gute, also wie man heute sagt, so, it's data-driven, the whole thing. So, Yes. weil du hast Daten über dich, die du vorher Yes. einfach nicht hattest. Also So. der Mensch als Erfolgsprojekt sozusagen. Das wird das Schlusswort. Na gut, aber das, genau. Why Voll not? gut. Danke dir. Ich finde ja solche Gespräche auch immer, normalerweise bin ich ja immer diejenige, die so Fragen Genau. stellt. Deshalb finde ich es auch schön, weil man kann mal so eine Konversation haben darüber. Das machen wir. Ja. Herzlichen Dank, Anna. Super. Vielen lieben Dank. Bis bald, ne? Eine gute Woche. Mach's Mach's gut. gut. Ciao. Du auch. Danke Ciao, dir. ciao. Ciao.